Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem österreichischen Lauf-Podcast, bei dem wir auch immer wieder den Blick über den Laufschuhrand hinauswerfen möchten. Wir nehmen euch dieses Mal nämlich ein bisschen mit wieder in die andere Welt des Ultrasports, also für Menschen, die sagen, Laufen ist schlecht für die Knie, und haben uns dazu jemand anderen eingeladen, also nicht den anderen, der Adolf, hallo Flo, sondern wir haben uns einen sehr, sehr spannenden Gast der radelnden Zunft zu uns geholt. Aber bevor wir euch sagen, wer es ist und was er bei uns macht, geht's auf Social Media, bewertet uns, geht auf Spotify, gebt uns Sterne, gebt uns auf Apple iTunes oder Podcasts, wie auch immer das Teil jetzt gerade heißt, eine Review, das wäre total cool. Und gebt uns Geld dafür, dass wir auf Instagram angezogen bleiben oder uns wieder etwas anziehen, je nachdem. Also wir haben da verschiedene Tiers auf Patreon und Steady. Tut das auf alle Fälle. Wir freuen uns über beides. Über alles. Wir sind da total flexibel. Voll käuflich. Richtig, richtig. Das Einzige, was wir sind nicht so flexibel, dass wir irgendwie Yoga mit euch machen. Also das, na. Alles hat seine Grenzen. Und schwimmen. Schwimmen auch nicht. Lieber Yoga. Nachdem wir jetzt da ganz weit ausgeholt haben, kommen wir wieder zurück. Nämlich zu der Sportart, die eigentlich ganz geil ist, wenn man vorher das Schwimmen weglässt. Nämlich Radlfahren. Und dieses Radlfahren, das kann man relativ ausdauernd machen. Und wenn man es ausdauernd macht, dann kommt man sonst nicht auf blöde Ideen. Und ich glaube, das ist auch der Einstieg. Nämlich, hallo Philipp, wir haben den Philipp Keider da. Hallo, danke für die Einladung. Du bist auf sehr viele blöde Ideen gekommen, glaube ich, in deinem Leben früher. Und im Sinne von, wie man seine Freizeit verbringen kann. Und hast aber eine Ausbildung gemacht, die dich davon kuriert hat. Ja, richtig. Also als jugendlichen Leichtsinn oder man probiert dafür aus, habe ich natürlich auch gescheit geraucht. Und dann bin ich in die Pflege gegangen und habe angefangen, auf einer Intensivstation zu arbeiten. Und dann ist mir bewusst worden, wenn ich weiter so lebe, nachher werde ich einmal da nicht zum Arbeiten sein, sondern eher wahrscheinlich als Gast. Und so wollte ich nicht enden. Und dann habe ich aufgehört zum Rauchen. Ich war da ziemlich erfolgreich als Raucher mit einem Packi pro Tag und das über 10 Jahre. Ja, und dann habe ich aufgehört zum Rauchen. Und dann ist die Frage, was machst du dann? Weil der Suchtdruck ist doch relativ groß. Ja, und dann bin ich draufgekommen, wenn ich mich aufs Radl setze und mir selber ein bisschen die Goschen poliere, dann habe ich zumindest für eine Stunde keinen Suchtdruck mehr. Ja, und so habe ich angefangen zum Radlfahren einmal. Okay. Das heißt, wenn man zum Rauchen aufhören will, dann muss man einfach nur Radl fahren und irgendwann einmal dann so Sachen wie Race Across Austria fahren, weil da hat man einfach, ist man so viel am Radl, dass man nie auf die Idee kommt, dass man weiter raucht. Wäre eine Möglichkeit, ist so ein ziemlich krasser Einstieg, ist vielleicht nicht die beste Methode dann. Man kann zum Laufen anfangen. Also funktioniert, muss ich sagen. Ja, aber Peter, du rauchst und laufst. Ja, wobei ich habe aufgehört zum Rauchen, habe zum Laufen angefangen. Ich habe nachher nur bei der großen Seuche wieder zum Rauchen angefangen, während ich gelaufen bin. Das war nicht so schlau. Aber dann habe ich halt wieder aufgehört. Ja, Laufen ist so eine Sache. Da kann ich nur das Zitat vom Straps wiederholen. Man kann sich ja stundenlang die Knie selber in die Hüften rammen, aber da bin ich nicht so ein Referent davon. Ich finde das recht unangenehm, das Laufen. Ja, damit kann ich leben. Wie gesagt, das einzige Problem haben wir mit Schwimmen, aber es ist gerade als außerdem, wir spüren unseren Hintern wenigstens noch. Ja. Im Gegensatz zu diesen Weitradlfahrern, die irgendwie ein Horn hat zwischen die Bocken haben. Na, da muss ich aber einwenden, ich spüre es schon, aber erst nach ein paar Tagen wieder. Das heißt, in der Zwischenzeit ist es halt einfach wurscht.
Sozusagen, ja. Aber das Radlfahren zum Einsteigen ist ja, glaube ich, trotzdem leichter, weil ich finde, gerade auch das Problem beim Laufen ist, dass die Anfangshürde halt relativ hoch ist, weil so mal, wenn es von 0 auf, ich laufe mal eine Stunde, ist relativ anstrengend, von 0 auf, ich gehe mal eine Stunde Radlfahren, ist relativ niederschwellig. Ja. Ja, das ist absolut richtig. Also, falls ich laufen sollte, würde ich mal mit 5 Minuten anfangen, weil ich habe es einmal probiert, eine Stunde zum Laufen in der Off-Season. Und von der Ausdauer wäre es ja eine Stunde gegangen und länger auch, nur ich habe dann nicht mehr gehen können, circa 5 Tage lang, weil wir so die Hüften weh dann haben. Und dann habe ich gewusst, okay, Laufen ist nichts für mich. Wenn wir zurückkommen zum Schwimmen, da bin ich ungefähr so gut wie ein Zirkelschar. Das ist dann auch nicht das Wahre. Das heißt, wir können gemeinsam irgendwie mal einen Wettkampf machen. Ja, wir können gemeinsam tauchen gehen. Genau, so, wir können alle drei gemeinsam absaufen. So, wer 2 Stunden ist, hat gewonnen oder so. Da bin ich froh, dass Fett schwimmt. Ja, somit bin ich beim Indoor-Cycling quasi hängen geblieben dann, wenn es wirklich unangenehm draußen ist. Okay, bist du ganz am Anfang gleich auf Langdistanz gegangen oder hast du gesagt, na, oder wie war dein, also Radfahren gibt es ja verschiedenste Arten und Weisen. Es gibt Leute, die sich Kriteriumrennen machen, es gibt Leute, die Bahnrennen machen. Es war jetzt da gerade die Bahn Champions League, glaube ich, wo irgendwie Menschen innerhalb von 2 Minuten absurde Geschwindigkeiten erreichen. Dann gibt es Leute, die einfach 5 Tage lang einfach durchradeln, da gibt es ja auch alle Spielarten. Wie hast du angefangen? Ja, das ist richtig. Also ich bin in alles irgendwie so zufällig eingeschlittert. Irgendwie war nichts geplant und alles nur so, naja, ja, interessiert mich, probier's einmal. Und beim Radlfahren war es so, dass ich einfach einmal schneller werden wollte, wie mein Schwiegervater, weil der hat mir da zum Beispiel ein Radl in die Hand gedruckt. Und es war immer ein bisschen niederschmetternd, wenn die quasi Oldies total verblasen und man kann gar nicht mithalten. Ja, und dann habe ich mir gedacht, schneller wie nur, wenn ich mehr Radl fahre. Und bei so einer Trainingsausfahrt habe ich ihn jetzt in Crewchef, den Bernhard Korner, kennengelernt. Und da zumals ist der Straps, ich glaube, es war 2015, gerade das Ram gefahren. Mhm. Und der hat mir erzählt, dass es so Weitradl-Fahr-Dinger gibt. Und ich habe mir gedacht, was sind das für kranke Leute, die da einen Tag am Radl sitzen, und das war für mich absolut nicht greifbar, weil für mich war da zumindest die Grenze 100 Kilometer. Ja, und der Gedanke ist irgendwie, ja, ich habe es selber nicht verstanden, und eigentlich ist es noch immer so, ja, für mich ist es mittlerweile normal, unter Anführungsstrichen, aber ich kann jeden nachvollziehen, der sowas das erste Mal hört, der dann sagt, das ist Satz verrückt, das geht nicht. Und jedenfalls haben das dann ein Jahr später Bekannte gemacht, und dann war irgendwie so wie die Bannister Mile für mich, sozusagen, was die kennen, das kann ich auch, aber ich kann es vor allem schneller. Ah, falsche Freunde. Sozusagen, ja. Check, da haben wir sie wieder. Ja, und dann habe ich den Kornherbern eben gefragt, ob er sich vorstellen kann, sowas nochmal im Team zum Fahren. Und so hat die Karriere quasi angefangen mit Fahrerteam, das war 2016. Und das hat erstens viel Spaß gemacht mit ihm, also man kann sich das nicht vorstellen, aber es war so. Und vor allem war es relativ erfolgreich, wir sind gleich beim Race Around Austria Zweiter geworden. Und dann haben wir uns das Jahr drauf gedacht, naja, jetzt da holen wir uns das Stepper des Winnerholz und haben es dann eben auch gewonnen. Ja, und dann hat der Bernie gesagt, das ist ihm zu viel, er hört auf da mit dem Weitradl fahren. Und dann war ich quasi an einem Scheidepunkt, ob ich mal mit dem anderen suche oder allein anfange. Und für mich war klar, es geht nur mit dem Bernie weiter, und wenn er halt nicht Radl fahren will, dann muss er halt Auto fahren. Und somit dann hat er total viel gewonnen. Ja, total. Also er kann mir jetzt zuschauen beim Radl fahren, aber er muss trotzdem immer dabei sein. Ja, aber er muss vielleicht beim Training weniger dabei sein, oder? Das ist ja dann auch das, was zeitlich Zeit frisst. Aber was mich eigentlich noch so interessieren würde, ist mir dieser Übergang zum Weitradlfahren, weil so ein bisschen ein Problem, aber so ein bisschen eine Hürde beim Weitradlfahren ist ja, dass das immer mit einem größeren Team verbunden ist. Du hast gesagt, du hast einen Crewchief, du hast irgendwie das mit Auto fahren musst, du hast ja da bei dieser ganzen Race Across Austria, Niederösterreich oder was da alles gibt, sind die meisten ja im Team, weil es ohne ja eigentlich nicht wirklich geht. Wie
blöd gesagt, aber wie geht man sowas an? Weil wenn ich jetzt zum Radfahren anfangen würde und ich würde mal denken, ich würde gerne sowas machen, wie würde ich da anfangen? Ja, anfänglich war es so, dass sie Freunde gefragt haben, beziehungsweise auch von der Schwiegervater ist mitgefahren, von denen sind Freunde mitgefahren und dann kristallisiert sie erstens außer, wer ist da besser oder weniger gut geeignet dafür und die nicht so gut geeignet sind, die merken das selber dann auch und sagen, na, für mich war es das. Und meine Crew oder mein Pool an Crew-Leute ist mittlerweile relativ groß. Und jeder kann sich nicht immer frei nehmen oder manchen gefreut sich nicht oder es geht halt beruflich oder privat nicht. Und somit wechselt es immer und eigentlich bei jedem Rennen ein bis zwei Neiche dabei. Die das interessiert, die sich das einmal anschauen wollen, das sind Freund von Freund oder wie auch immer, das ist immer ganz zufällig. Ja, und so komme ich eigentlich immer halbwegs aus mit einer Crew, aber es wird immer enger, muss ich sagen, weil desto länger die Rennen werden, desto länger brauchen die frei und ja, schauen wir, wie es in Zukunft weitergeht. Vielleicht frage ich eben euch einmal, wenn ihr Lust habt. Ich kann dir empfehlen, Peter macht die besten Laberstationen, die es gibt. Ich meine, jetzt aufs Laufen spezialisiert, aber das lässt sich sicher ganz leicht aufs Radfahren übertragen. Weil wir sind einmal, es gibt ja einer der größten Trailrennen, die es gibt, ist der UTMB. Und wir sind dann einmal quasi Strecke abgelaufen ohne Rennen. Und dann hat uns der Peter die Laberstationen gemacht und die waren Weltklasse. Die waren viel besser, als die Veranstaltung hier machen kann. Ja, das ist sehr gut, aber bei mir ist es eh einfach, ich muss mir nur einen Schuh aus dem Fenster halten. Also es ist relativ problemlos. Ein Schuh aus dem Fenster halten. Also ein Schuh ist die hochkalorische Nahrung. Aha. Und da habe ich nur Vanille mit. Also es ist wirklich einfach, du kannst nichts falsch machen. Ich würde da schon den einen oder anderen Schuh aus dem Fenster halten, das motiviert sicher. Also vor allem, wenn ich am A2 Tag Drogen habe. Du, wenn es mir schneller macht, ist es legitim. Hat irgendwer schon mal untersucht, wie viel Proteine so ein Schuh hat? Wahrscheinlich. Eigentlich ist wurscht. Alles, was man einfach einmal in einen Standmixer gehaut hat, passt. Das kann man alles trinken. Das geht dann schon. Ich glaube, man muss beim Radlfahrer, da ist ja bei Weitradlfahren ist ja feste Nahrung sowieso quasi tabu, soweit ich das mitgekriegt habe, weil es einfach durch diese ewig gleiche Position, die du hast, mehr oder weniger musst du mit Flüssignahrung arbeiten, weil alles andere kriegst du nicht durch Magen-Darm durch. Das heißt, du musst eh alles, wurscht, was du für einen Geschmack haben willst, ob das jetzt Oliven, Vanille oder weiß nicht was ist, alles, was durch den Mixer passt, hast du gewonnen. Ja, ist richtig. Also es ist nicht die Position, was hinderlich ist, sondern der Kalorienumsatz. Und es geht sich nicht. Also meine Kernkompetenz ist ja Essen. Ich kann schon meine 20.000 Kalorien bringe ich schon ein, nur ich kann dann halt nicht mehr Radl fahren. Und da muss man einen Kompromiss finden. Und deswegen ist Flüssignahrung. Aber wie du sagst, geschmackstechnisch, wir haben schon oft überlegt, weil sie nur in Schuhe in Schoko oder Vanille oder so komische Beerenfrüchte gibt, die schmecken wie, was heute halt nicht echt irgendwie so synthetisch. So ungefähr. Was cool war, in Schuhe mit Leberkäsgeschmack oder Schnitzel, aber das bringt einfach keiner am Markt. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist die große Frage. Interesting. Weil lustigerweise, dass sowas nicht am Markt kommt, ist jetzt echt komisch, weil wenn du da anschaust, diese ganzen, ich meine, es muss gar nicht Astronautennahrung sein, sondern einfach random Stuff. Also was sie alles an Geschmacksaromen und so zusammen purzeln können. Und einfach irgendwo reinschmeißen. Also wenn ich ein Eis mit Basilikum-Mohn-Leberkäse-Geschmack hinkriege, dann wäre das wohl bei einem Trinkpulver oder was auch immer auch hinkriegen. Also die Aromen sind ja alle da. Ja, richtig. Vor allem, man muss bedenken, die hochkalorische Nahrung, das kommt ja eigentlich aus dem Medizinischen. Das heißt, für Patienten, die eben wenig zu sich nehmen, dass die viel auf einmal kriegen. Und welcher Patient will ständig Kakao oder Vanille? Das sind meistens alte Leute und die wollen eben ein Beischel essen oder irgendwas. Warum bringt man sowas nicht am Markt?
Aber ist nicht bei denen so, dass jetzt die mit den Geschmackssinnen nicht mehr ganz so auf Top sind und denen das vielleicht sogar ein bisschen wurscht ist, wie das schmeckt? Ah, das weiß ich nicht, da bin ich selbst überfragt. Ich arbeite nicht im geriatrischen Bereich und somit kann ich das wirklich nicht beantworten. Ja, es war nur so, ja, das habe ich mir irgendwie so gedacht. Ja, dann schmeckt es eben stark nach Leberkäs. Ja. Man kann ja mehr von den Aromen reinhauen. Ja, und ich denke mir aber auch, wenn du jetzt beim Laufen nimmst, die ganzen Gels, die gibt es ja schon in den abartigsten Richtungen. Ich meine, es gibt die Klassiker wie Cola und das gibt es eher auch von den... Ja, und Beeren und Früchte hast du natürlich, das haben sie alles. Aber wenn du jetzt jetzt fahren wir die Marke, die Gouh hernimmst, die haben irgendwie Wassermelone und die versuchen auch teilweise so natürlich wie möglich zu schmecken. Also ich denke mal, der Markt wird das grundsätzlich schon hergeben, dass das theoretisch geht. Aber vielleicht ist die Nachfrage einfach so wurschtig bei diesen Entschursachen, dass es einfach nicht auszahlt. Ja, das ist schon, aber wenn man jetzt zurück zu den Gels kommt, die her ja oft von Sportlern, nein, das Bicker, die kriegt das nicht mehr runter. Und da würde sie das schon anbieten irgendwie. Naja, ja, also wir haben ja selber jetzt probiert, diese... Mann, du musst wirklich vorher sagen, den musst du halt leisten wollen. Diese Spring Energy Gels, die nicht so pickert sind, weil es gibt halt viel, du hast einerseits hast du bei den Gels und der Nutrition hast du eben diese Klassiker mit, schmeckt noch nichts. Also du hast, der Flo hat gehabt, dieses Tailwind, Naked, Nude, was auch immer. Naked. Das hat halt noch nichts geschmeckt. Das gibt's von Mountain, gibt's das glaube ich auch. Das schmeckt auch so noch nichts. Ich meine, ich vergleiche es immer mit dieser Uhu-Kugel in der Schule. Es hat nämlich die gleiche Konsistenz und es schmeckt dann noch nichts. Also hat aber mehr Kalorien. Also die Sachen gibt's. Dann gibt's halt die wüstesten, pickerten irgendwas. Wir verwenden welche, die sind halt preis-leistungsmäßig gut und man vertragt sie ganz gut. Diese High-Five-Geschichten sind aber nicht die hochkalorischen Geschichten. Und dann haben wir aber von Spring Energy diese Gels ausprobiert und da haben sie welche dabei, die haben bis zu 250 Kalorien pro Gel. Also auf das ist, was war das? 60 Gramm, glaube ich. 60 Gramm mit und ohne Koffein. 250 Kalorien. Allerdings kosten die jetzt da schon pro Stück, also pro Gel, 4,10 Euro. Das ist dann schon, ich meine, das ist deswegen so jetzt, weil der Dollar so stark ist. Die importieren es aus Amerika und die sind halt einfach brutal teuer. Aber wir haben es ausprobiert, die schmecken tatsächlich bekömmlich. Nicht genau, bekömmlich trifft es, nicht künstlich irgendwie siehst, sondern die haben auch irgendwie diese Awesome Sauce, die hat nur 180 Kalorien, also nur 180 Kalorien. die schmeckt nach Apfelstrudel. Und diese Speed Nut mit Hanföl, ja, das schmeckt halt ein bisschen nach ölig und noch ein bisschen nach Früchten. Aber jetzt nicht dieses pickert künstliche Fruchtzeug, sondern ist okay. Ich meine, die Konsistenz ist ein bisschen dickflüssiger, weil du einfach, ich glaube, du kriegst sonst die Kalorien einfach nicht hin in flüssiger, in der Menge, sondern das wird halt irgendwann einmal ein bisschen eine bumpigere Geschichte. Aber es ist nicht fest, sondern es ist schon ohne zusätzliches Wasser schluckbar. Okay. Ja, beim Laufen ist immer das Problem, dass wir das müssen halt irgendwie im Laufrucksack mittragen. Und da hast du immer das Platzproblem. Wenn es jetzt so wie du daneben bei Auto hast, der das einfach nur aus da rüber reicht, hast du jetzt mit den Schuhsachen wahrscheinlich nicht so das Problem, dass du das nicht weißt, wie du es an deinem Körper irgendwie transportierst. Und ja, das macht es dann beim Laufen ein bisschen schwieriger. Das stimmt allerdings. Also über so Sachen habe ich eigentlich noch nie nachgedacht und selbst im Training interessiert mich das nicht so recht, weil wenn ich jetzt ein Nutrition-Training habe, nachher mache ich mir einen Schuhstrich. Sprich, aufs Oberrohr picke ich mir lauter in Schuhflaschen auf, der Länge nach, bis sie voll ist und so komme ich gut durch. Und das Radl ist halt dann wirklich hässlich, wenn man da alles aufpickt. Das schaut mehr aus wie bei einer Bikepacking-Tour. Dabei habe ich nur mehr Essen dabei. Aber es funktioniert. Und ja. Und wie viel konsumierst du da in der Stunde?
Na, es kommt darauf an, also wenn ich train the gut, ist ja ganz wichtig, wenn man so Richtung Rennen kommt. Und dann schaue ich schon, dass ich quasi ein Rennen simuliere vom Carb Intake. Das heißt pro Stunde dann einen Schuh und dann viel Kalorien. Und wenn ich dann 6-7 Stunden unterwegs bin, dann brauche ich 6-7 Schuhe. Und dann ist das Oberrohr schon voll und alles andere irgendwie auch, was ich so am Radl noch Platz habe zum Bekleben. Naja, der Christoph hat ja gesagt, dass er bei den langen Sachen oft auch das Problem hat, dass sie schon aufpassen müssen, dass er nicht zu viel zu sich nimmt. Jetzt vor allem Flüssigkeit. Mhm. Ja, stimmt, das kenne ich. Das hast du ja als Läufer hast du das Problem quasi nicht. Also ich kenne jetzt da niemanden, der zu viel trunken hat. Also zu wenig trinken kommt oft vor, weil du einfach zwischen einer und der nächsten Labestation, weiß ich nicht, hast, lass es 10 Kilometer sein oder 15 Kilometer und du solltest den Liter, also die zwei Flasks, das mittragst, einfach lagern. Dann passt das schon. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand, weiß ich nicht, sie 2,5 Liter einstellt. Und Christoph hat aber gesagt, beim Ram und so, schauen sie drauf, dass er trinkt, aber auch, dass er auf keinen Fall zu viel trinkt. Hast du das Problem auch? Ja, definitiv. Ich habe auch schon einen Shift gehabt in die Zelle, weil ich zu viel Druck habe, beziehungsweise zu wenig Salz zugeführt habe. Dann haben wir es einmal übertrieben, auch mit zu viel Salz zuführen. Und ich habe, das war beim Race Around Austria, wenn man dann durchs Waldviertel und so fort, ist es ja recht kalt. Wir haben dann gehabt so, ich glaube, 6 oder 7 Grad und ich bin kurz gefahren. Und mir war ständig heiß und wir haben es mit der Gartenspritzen, also mit der Rosenspritzen abgesprüht, damit ich nass bin, damit man nicht so heiß ist. Und ich bin an Teilnehmern vorbeigefahren, die haben halt schon das Wintergewand auch gehabt. Und ich bin halt kurz vorbeigefahren und sie haben mich abgespritzt und ich habe halt auch Hypernatriämie gehabt. Und also offensichtlich, ich habe es nicht gemessen, aber die Symptome haben darauf hingedeutet, weil da ist es so, dass die Körpertemperatur erhöht ist. Okay. In der Nacht ist es gegangen, aber wie es dann da geworden ist, war es richtig unangenehm, wie wir an die 30 Grad gekommen sind. Das war dann echt nicht mehr lustig. Und mittlerweile machen wir es so, dass ich mich alle 12 Stunden abwiege. Und dann liege ich manchmal richtig, wenn ich ganz zude über den Durst und gebe so was zum Trinken. Und meine Trinkmenge ist aber auf 1 Liter ungefähr pro Stunde begrenzt. Mhm. Und dann störe ich mich auf die Waage und habe auf einmal 1 Kilo weniger, dann darf ich auf einmal trinken, weil das ist Flüssigkeit, die fällt. Ja, das war eh ähnlich wie dem Christoph, oder? Der hat gesagt, er muss schauen, dass er nicht zunimmt. Ja. Mhm, genau. Aber hast du das dann noch irgendwie, wie weißt du, also wie bist du auf diesen Liter gekommen? Ist das einfach nur so Erfahrungswert oder hast du das auch irgendwie speziell trainiert? Nein, das ist ein Erfahrungswert eh von Christoph auch, beziehungsweise von Max, weil wir haben denselben Trainer und man tauscht sie aus in der Szene. Okay. Ich wollte nochmal das mal zurückspulen. Du hast ja dann gesagt, du standest irgendwann auf dem Scheideweg, dass du jetzt mache ich das alleine oder mache ich das nicht mehr alleine? Da wollte ich jetzt nochmal anknüpfen. Was waren deine, weil offensichtlich hast du dich dann für alleine fahren entschieden. Was waren dann da deine Beweggründe und was waren so deine ersten Rennen alleine? Ah, das war spannend. Ich habe dann mal gedacht, naja, dann probiere ich es halt einmal allein. Und bin den 24-Stunden-Cup gefahren. Also das sind alle drei 24-Stunden-Rennen in Österreich. Und habe dann ein Rennen am 4. Platz, eins habe ich gewonnen in Keindorf und einmal bin ich 2. Mal in Hitzendorf gefahren. Und zusätzlich das Race Around Slovenia. Das ist einmal rund um Slowenien. Und das ist, glaube ich, sehr bekannt, glaube ich, oder, in der Szene. Also das ja, Race Around Slovenia ist auch... Ah, okay, war nicht mehr? Ja, ich war bei der letzten Ausgabe dabei und danach haben sie leider aufgehört, das auszutragen. Und das ist eines von den coolsten Rennen, das gibt. Die Strecken ist total cool, die Leute, also die Slowenen selbst sind sehr enthusiastisch und stehen an der Strecke. Und die Veranstalter haben sich wirklich sehr bemüht und es war einfach das Ganze drumherum cool aufgebaut. Und jedenfalls bin ich dann mit einem Mutschlafentzug gestartet, weil
Start ist um 7:30 auf die Nacht. Ich war um 5 in der Früh wach und habe nicht mehr schlafen können, weil ich so aufgeregt war. Ja, dann bin ich halt gestartet. Die Nacht habe ich irgendwie überlebt. Und dann haben wir einen Tipp dafür. Super Kompensation. Dann schlaft man auch gut. Der Peter predigt seit Jahren, dass man sich 2 Tage vorm Rennen betrinken muss. Dann hast du am Tag davor einen Kater, gehst früh schlafen, schlafst dich optimal aus und dann hast du eine Bestzeitgarantie. Ich weiß nicht, ob ich das einmal riskiere, aber weil es eskaliert und vielleicht am Rennen, was nicht so wichtig ist. Aber es funktioniert. Der Peter hat das schon ein paar Mal bewiesen. Der ist seine besten Rennen gelaufen, nachdem er sich 2 Tage vorher betrunken hat. Ja, oh ja. Wenn der Peter bei mir als Betreuer mal mitkommt, nachher können wir drüber reden. Aha. Das schließt sich der Kreis wieder. Okay. Nein, jedenfalls, die erste Nacht habe ich irgendwie überlebt und dann tagsüber war es schon zart und in der zweiten Nacht habe ich dann schon bin ich auf einmal vom Radl gestiegen, ich weiß auch nicht aus welchem Grund und habe zum Bernd gesagt, ich fahre jetzt weiter. Also er hat mir überredet, dass ich weiterfahre und ich habe gesagt, ich fahre jetzt weiter. Aber wenn ich mich jemals wieder für irgendeinen Scheiß anmelde, dann halt mich bitte davon ab. Er war halt, wie wir mittlerweile wissen, nicht sehr konsequent. Und in der Nacht habe ich dann halt Halluzinationen schon gehabt und dann haben sie mich schlafen gelegt und dann haben sie mich irgendwann wieder aufgeweckt und das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und ich habe mich halt gar nicht auskennt. Ich war ja so ängstlich, weil man muss sich vorstellen, man wacht auf und es ist finster und die Tür vom VW-Bus geht auf und dann stehen irgendwelche Leute vorne und wollen, dass man Radl fährt. Das war halt nicht so ein heimliches Szenario, wie man es gewohnt ist, wenn man aufwacht daheim. Ja, und dann haben sie wieder schlafen gelegt und schon gesagt, ja, wenn ich jetzt wieder so aufwache, dann müssen wir das Rennen abbrechen und heimfahren, weil am Montag müssen sie so arbeiten, das geht sich nicht aus. Ja, dann haben sie wieder aufgeweckt. Da gibt's ein cooles Video, das sieht man, also das baue ich bei meinen Vorträgen dann gerne ein. Und da kenne ich mich angeblich schon aus. Und dann bin ich wieder aufs Radl gesetzt worden und bin gefahren und ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Und irgendwann habe ich pinkeln müssen, also nicht irgendwann, gleich danach, so wenn man halt in der Früh aufsteht, muss halt pinkeln. Und dann habe ich gefragt, an welcher Stelle ich bin. Und der Berner hat gesagt, naja, aktuell 4. Und wenn du noch einmal pinkeln gehst, dann bist du 5. gleich. Und das ist gemein. Ja, total. Ja. Aber ich brauche immer ein bisschen einen Druck anscheinend. Na, und das war circa, ich glaube, ich habe noch 14 Stunden gehabt, bis ich im Ziel war. Das war in der Früh. Und um 7:30 bin ich ins Ziel gekommen. Und das dürften ungefähr fast 300 Kilometer gewesen sein. Und der Berni, also ich habe dann den Berni gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass ich noch Dritter werden kann. Und ich war circa 100 Kilometer oder so hinter dem Dritten, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und er hat gesagt, naja, wenn du jetzt einmal richtig Radl fahren test, dann schon. Und dann habe ich halt voll andruckt und war nicht mehr pinkeln, aber es war wirklich knapp bis ins Ziel, dass sich das ausgegangen ist. Also dass ich nicht noch einmal pinkeln gehen muss, das eskaliert und ich bin dann knapp noch Dritter geworden. Und das Arge war, dann kriege ich auf Facebook auf einmal eine Nachricht von gewissen Christoph Strasser, dass das ein voll arges Finish war. Und dann habe ich mir gedacht, na arg, ein Strasser schaut mir dazu, weil dazu habe ich ihn dann schon kennt. Und dann war halt, klar, das ist dann eine Berühmtheit für einen und auf einmal schreibt und der. Ja, und so habe ich doch irgendwie gute Erinnerungen an mein Debüt gehabt, vor einem Ultracycling-Rennen. Ja, und dann ist das halt so weitergegangen. Wobei, da ist Race Around Slowenien, weil du vorher gesagt hast, 24 Stunden gehabt, das waren ja, das ist ja so um die, weil du gesagt hast, zwei Nächte und so weiter, da sind wir so bei 40 Stunden, 45, 47, irgendwas in die Richtung, je nachdem, wie schnell oder langsam man fährt, aber man ist irgendwo zwischen 40 und 50 Stunden. Also das ist nichts mehr, was du gar einmal ohne Schlafpause, ohne weiteres hinkriegst. Also da gibt es wahrscheinlich Leute, die schlafen, es gibt Leute, die schlafen nicht, es gibt Leute, die schlafen zweimal. Also da gibt es dann schon verschiedene Taktiken, weil bei einem 24-Stunden-Rennen schläft keiner. Ja, richtig. Also ich habe 45 Stunden gebraucht. Der Juri Robic hat da zumindest noch nicht geschlafen bei Race Around Slovenia. Von Straps habe ich es ehrlich gesagt nicht im Kopf.
Der hat, glaube ich, gesagt, er hat ohne Schlaf probiert und ist eingegangen und er hat mit Schlaf probiert und das, ich glaube, seine besten Zeiten hat er, glaube ich, mit Schlafen gemacht. Ja, es gibt, ich habe festgestellt, es gibt so einen bei circa 36 Stunden Rennzeit, da ist die Grenze, wo ich persönlich schlafen sollte. Man muss sagen, das ist reine Rennzeit und ich bin circa 6 Stunden bis 12 Stunden vorher wach. Das heißt, vom Wachsein durchgehend sind 2 Tage meine Grenze. Ja, das ist beim Laufen ja auch nicht viel anders. Wenn du jetzt überlegst, die 100 Meiler, also beim UTMB, wenn man jetzt da die ganz schnellen weglässt, sondern wenn man jetzt so die durchschnittlichen Finisher anschaut mit 40 Stunden, 42 Stunden, so in die Richtung, das ist genau das, was sie gerade noch ausgeht, ohne schlafen oder gerade nicht, dann legen sie sich eine halbe Stunde hin. Ja, aber die meisten, glaube ich, schlafen dann schon eher das Schlafen als das Nicht-Schlafen. Ja. Und das eher schneller laufen als schlafen, also ernsthaft. Ja, aber das ist schneller laufen. Aber was ich mich immer frage, so, ich meine, ich habe das einmal gehabt, auf Matera gibt es einen Ultramarathon, der war 130 Kilometer und das war eine Rennzeit von 30 Stunden und insgesamt waren wir auch so 2 Tage wach. Und ich muss sagen, ich war am Schluss gar nicht mehr Herr meiner Sinn. Also ich habe dann auch halluziniert die letzten 15 Kilometer und es ging dann relativ steil bergab und ich hatte eine, vielleicht war es nicht so schlimm, aber es hat sich für mich wie eine Nahtoderfahrung angefühlt, weil es da neben irgendwie ins Meer bergab gegangen ist und ich habe geglaubt, ich fliege schon runter. War wahrscheinlich nicht so schlimm, aber es ist in meinem Kopf. Und ja. Aber ich denke mal, jetzt beim Radfahren, du bist auf einer Straße unterwegs, du bist da irgendwie du musst dich im Verkehr zurechtfinden. Ich meine, wenn ich da irgendwo in der Pampa mal nicht Herr meiner Sinne bin, dann gehe ich halt, setze mich hin oder ich weiß nicht was. Ist das nicht ein eklatant höheres Risiko, dass man da beim Ultraradfahren eingeht, weil man da halt in den Zuständen noch auf einer Straße unterwegs ist und dann halt. Ja, und schlimmstenfalls an Bergboss runterfährt oder irgend so einen Spaß. Ja, dazu habe ich eine Geschichte, es ist dann das nächste Rennen, also zurück noch zu den Halluzinationen in Slowenien, habe ich halluziniert und ich kann mich erinnern, ich habe auf die Straße geschaut und dann schaue ich Viere und für mich hat sich die Straße aufgestellt und vor mir war Asphaltwand und ich habe über das Funk durchgegeben, ganz aufgeregt, da ist eine Asphaltwand vor mir und über den Funk höre ich nur dann fahre ich halt einfach durch. Lustigerweise, wie ich damals halluziniert habe, was war irgendwie 3 in der Früh oder sowas und ich habe auf dem, das war so ein schmaler Pfad, ich habe einen Imker wedeln gesehen. Ich habe auch lachen müssen, ich habe gewusst, da steht um 2 in der Früh auf Madeira kein Imker und wedelt mit einem Tuch. Ja. Zurück zu deiner Geschichte, Entschuldige. Zur Geschichte, ob man, wie gefährlich das ist, da komme ich weiter zum nächsten Rennen. Zwischendurch bin ich in Glocknerman gefahren, da habe ich festgestellt, dass das mit den 36 Stunden gut geht. Da bin ich Zweiter geworden hinter dem Ralf die Semiskor. Was ist der Glocknerman? Also für jetzt Läufer einmal Glockner auf für Owe oder? Auch, ja. Oder 15 Mal. Nein, man fährt von Graz über Kritzek und so, das ist dort, wo die Weinbaugebiete sind. Okay. Durch Weinbaugebiete und da kommt einer an. Das ist Radfahrer, keine Säufer, Peter. Labestation nennt man sowas heutzutage. Mann, weiß ja nicht. Und fährt dann eben im Süden entlang die Sabbat drüber. Dann fährt man nach Hermagor und von Hermagor retour. Also das heißt, du fährst von Graz quasi im Endeffekt nach Kärnten. Nein, dann, Entschuldigung. Und dann über einen Schlenker Richtung Glockner. Also es ist nicht, der Glocknerman ist nicht am Glockner direkt nur auf, einfach so wie der Glockner Berglauf, sondern du fährst an lange Schleifen zum Glockner hin. Genau, also Hermagor nicht, man fährt zuerst nach Winklern und nachher Hermagor, da gibt es so einen Übergang und dann fährt man das Lesachtal durch, dann fährt das Glockner auf bis zur Kaiser-Josefs-Höhe da und dann alle Salzburger Seiten für Leiten, Mautstation und wenn du dort bist, drehst du um und fährst alles wieder zurück. Es ist also Out-and-Back-Strecken, also Start und Ziel ist im Graz eigentlich.
Ja, richtig, richtig. Ah. Also für die Ultra, für den Sprint ist Ziel dann Franz Josef Höhe und für die lange Sprint Version von ist Graz und also dann in Graz wieder. Genau. Aber das Gemeine bei dem Rennen ist ja, also wer schon mal die Sabat mit Auto gefahren ist, von Kärnten nach in die Steiermark kommen, ist ja irrsinnig steuer und giftig und grauslich. Und wenn du das mit dem Radl noch 900 Kilometer fahren musst, ist es voll gemein. Mhm. Also das ist quasi der Schluss dann. Ja, genau, ja, genau. Das ist ja so richtig steuer, ewig lang. Ja, also der letzte Todeshügel, den kein Schwein braucht. Genau. Super. Also man verflucht den Veranstalter dann. Das tut man sowieso immer. Ja. Okay, okay. Und das heißt, da bist du nachher mitgefahren? Okay. Genau. Und das Jahr drauf eben dann die Race Around Austria, die 1500. Und da kommen wir jetzt zu den Schlafentzug hin, weil ich bin draufgekommen, 36 Stunden oder wir, das geht gut zum Radlfahren. Und haben auch so geplant gehabt, aber dass ich 12 Stunden vorher wach bin, mit denen haben wir nicht so, das haben wir halt nicht mit einberechnet, ein kleiner Rechenfehler. Und die Schlafpausen haben wir trotzdem eiskalt eingehalten. Und das waren noch, ich glaube, in halben Reihen einmal 20 Minuten. Und dann haben wir gesagt, schauen wir mal, was ich noch brauche. Und Sabat war es dann schon kritisch und da haben sie mich irgendwie durchgeprügelt. Und dann ist es hell geworden und dann ist man meistens eh nicht summiert, weil das Melatonin ja abgebaut wird. Und dann bin ich Glockner aufgefahren. Also vor dem Glockner hat es eigentlich keine Schlafpause und es war hell und ich habe gesagt, ich brauche nicht schlafen, ich bin ja nicht müde. Und Glockner auf ist finster geworden und auch in meinem Kopf. Und ich habe mich dann nicht mehr auskennt und habe nicht mehr wirklich Radl fahren können und ich weiß noch, irgendwie bin ich in Glockner aufgekommen. Beim Arbeitfahren haben sie gesagt, ich muss ständig mit einer reden, damit ich nicht einschlafe und ich habe nicht gewusst, was ich einer sagen soll. Jetzt habe ich irgendwas gesungen, also Kinderlieder oder keine Ahnung, ganz schräge Sachen. Kurze Zwischenfrage, also du beim Race Around Austria fährst du ja in Attergau weg und fährst einmal die ganze Ostpartie ab und dann fährst du am Glockner auf. Ja, genau. Wie schnell fährt man da überhaupt noch auf oder ab? Ich kann das nicht sagen, wie schnell ich trotzdem als aufgefahren bin. Nein, schnell ist nicht. 7 km/h, 10, 15? Ich habe überhaupt, also als Läufer hast du da überhaupt keine Einschätzung, weil unser einer wird das an Langdistanz, das gehst ja alles. Nur beim Radlfahren brauchst du ja Grundgeschwindigkeit, dass du das nicht umfällst. Ja, also ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe auf meinem Radlcomputer nirgends eine Anzeige, wie viel km/h ich fahre, weil es mich einfach nur stressen würde, weil ich jetzt langsam bin oder schneller bin wegen dem Wind. Aber ich glaube, es sind keine 12 km/h, was man dann so oft auffährt. Das geht sich gerade mit der Übersetzung aus, sagen wir so, wenn man 34, 30 oder so fährt. Das geht noch. Und das sind, ich glaube, keine 12 km/h manchmal. Mhm. Ja, aber vor allem gerade bei diesen Langdistanzgeschichten muss ja dann die Übersetzung eben für Aufi funktionieren und dann fährst du ja vom Glockner wieder runter und wenn es bergab geht, dann brauchst du ja auch das andere End der Übersetzung quasi, weil ich gehe davon aus, dass du hinunter doch slightly schneller bist. Ja, das schon, aber so eine Übersetzung gibt es gar nicht, dass du beim Glockner noch treten konntest. Aber du hast vollkommen recht, ich reiz immer das aus, was man noch schalten kann. Und eine Herstellerangabe interessiert mich schon lange nicht mehr, sondern ich schaue, wie weit kann man das ausreizen, was noch irgendwie schaltbar ist, weil ich vor allem sehr viel Flexibilität brauche. Sprich, ich möchte nicht ständig Radl wechseln und ich möchte nicht so über meine Zone fahren, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zeitfahrradl unterwegs bin, dass ich eine irrsinnig breite Übersetzung habe und schaue, dass ich das irgendwie noch schalten kann, damit ich halt flexibel bin, nur weil es jetzt einmal steil aufgeht, dass ich nicht so über meinen Bereich fahre und das aber nicht extra Radl wechseln muss. Das ist so meine Strategie, die ich fahre. Ja, du wechselst dann schon trotzdem noch Rad, oder? Ja, natürlich. Also zwei Radl hast du, oder? Also Bergfahrerradl? Drei habe ich mit. Drei, okay. In Zeit fahre ich eben das Schnellradl
dann ein Bergradler leichtes mit einer besonders leichten Übersetzung und dann ein Gravelbike, wie du sie verfahren hast. Zu wieder heimfinden. Ein BMX. Ja, und dann so Universalradler immer sozusagen, wenn irgendein Radler einen Defekt hat, mit dem kann ich alles fahren und es gibt da Passagen, die nicht eindeutig jetzt mit Zeitfahrer zum Fahren sind, meiner Meinung nach, und dann nehme ich da quasi das Universalradl. Gibt's da, also jetzt ganz deppert gefragt, gibt es da eine Begrenzung auch? Also darfst du mit, weiß ich nicht, 7 Radl auch anrucken, wenn du lustig bist? Weißt, meinst du, dass das jetzt da unbedingt sein muss? Oder sagen die, hey, oder ist es pro Rennen unterschiedlich, dass sagen, du darfst nur mit einem Rad fahren und du musst mit dem durchfahren, darfst nur Ersatzteile mit haben oder du darfst 2 oder 3 oder 5 Radl mit haben? Nein, also Begrenzung gibt es nicht. Also Begrenzung ist eigentlich, wie viel Radl bringst aufs Auto, ins Auto rein. Aber es ist ja so, dass ich mit 3 Radl, dass er sich nie mit den Startnummern ausgeht, sondern für mich meistens immer fürs dritte Radl selber eine schreiben. Kannst du das nicht einfach selber machen, so einen Tag davor zeichnest du es einfach auf blauem Papier auf und pickst es irgendwie dran? Ist ja, das ist dynamisch, aber. ich werde das vielleicht in Zukunft eh machen, weil es war noch nie so, dass ich das 3 Nummern vorgefertigt habe. Bei mir haben sie immer irgendeine zusammengeschneidert. Aber wenn du den Peter in die Crew aufnimmst, dann kann der Peter zeichnen. Ich merke schon, der Peter zeichnet und der Peter hält seine getragenen Schuhe zum Essen raus. Oh ja. Wobei, das heißt, die meisten anderen sind mit 2 Radl unterwegs eigentlich. Offensichtlich. Das mit den 3 ist eher schon unüblich. Ja, was ich aber ehrlich gesagt, ich meine, für mich nicht verständlich, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, beziehungsweise gefragt, warum nur 2. Aber ja. Ja. Okay. Komm mal wieder zurück, du wolltest, glaube ich, beim Großglocken eigentlich noch irgendwas fertig erzählen, damit wir die Geschichte abschließen. Genau, da ist drum gegangen, gefährlich unterwegs mit Schlafentzug. Genau. Beim Abfahren habe ich Kinderlieder gesungen, damit die wissen, dass ich wach bleibe. Und solange man Aufgabe hat, bleibt man wach. Und dann bei der 1500er Variante vom Race Around Austria lassen wir den Westteil, sprich Tirol und Vorarlberg aus. Das heißt, ich fahre gleich zum Hochkönig, zum Tirntner Sattel und nachher über Bischofshofen zurückkam. Und es war so, dass ich im Tirntner Sattel aufhöre, weiß ich gar nichts mehr. Und beim Abfahren, man muss wissen, der Tirntner Sattel ist relativ steil und man wird da richtig, richtig schnell. Also man kann theoretisch, glaube ich, einen 100er auch fahren, wenn man will. Und ausgeschlafen. Ich weiß noch, dass ich hier einen Tag hat es mich gerissen und immer, ja, ausgeschlafen. Also vielleicht bin ich es auch gefahren, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls hat es mich immer wieder kurz gerissen und ich mir gedacht, das ist ja verrückt, was ich da mache, weil ich schlafe ja ein und ich fahre da unschnell runter. Und dann Tirntner Sattel unten, dann ist es zwar schon hell geworden, aber wir haben es mit dem Schlafentzug ein bisschen übertrieben, weil ich habe dann ja eigentlich nur 21 Minuten geschlafen und für mich ist es doch ein wenig zu wenig. Haben sie mich aus dem Rennen genommen, weil ich nur mehr in Gegenverkehr reingefahren bin und dafür ist ja die Crew da. Blöderweise war ich sagen wir so, bei der Sabot habe ich 3 Stunden Vorsprung am 2. Platz gehabt. Da war ich auch noch immer Erster und eigentlich auf Streckenrekordkurs bis zum Glockner unterwegs. Ja, hilft alles nichts, wenn man einschläft. Und dann war es vorbei, 100 Kilometer vom Ziel für mich. Also aus dem Rennen genommen hat die nicht die Crew, sondern die Rennleitung. Nein, meine Crew. Also deine Crew? Die haben gesagt, das ist zu gefährlich. Genau, die sind für meine Gesundheit und meine Sicherheit verantwortlich. Und die entscheiden anscheinend eh Gott sei Dank über mein Leben auch, weil wenn die mich weiterfahren lassen und so passiert was, sind sie ja verantwortlich. Aber beim Race Around Austria ist es auch so, dass du die Crew quasi nur diese Bunny-Hop-Geschichten machen darf und hinter dir nachfahren, oder? Weil die dürfen nicht vor dir fahren und der Windschatten geben und schauen, dass du nicht Plätze machst, sondern die müssen halt bei solchen Rennen auch meistens hinter dir sein oder nur kurz überholen und wieder warten oder so irgendwie. Ja, richtig. Also es gibt entweder hinter mir fahren, vor allem in der Nacht müssen sie immer hinter mir fahren und im Lichtkegel vom Fahrzeug. Und es gibt Streckenabschnitte, da ist nur Leapfrog erlaubt. Das heißt, sprich, sie dürfen vom Straßenrand mich betreuen und müssen dann wieder weiterfahren. Und es ist generell so,
tagsüber, sie dürfen hinter mir fahren, aber sobald sie drei Autos hinter einer einreihen, müssen sie die nächste Ausfahrt nehmen und einmal alle vier lassen, damit wir den Verkehr nicht behindern. Wobei, das Auto behindert den Verkehr nicht, das bist ja du. Ja, das ist Ansichtssache. Also. Die Autos sind dann zwar am Betreuerauto vorbei, aber trotzdem ist noch ein Radlfahrer da. Ja, ja. Also. Du bleibst einfach auch stehen, du musst eh dann sicher fünf Minuten schlafen, dann bleibst du auch stehen. Oder Pinkel. Pinkel machen, dann bleibe ich schon stehen. Außer du bist Vierter, dann geht das nicht. Das ist, schätze ich, ja, das schätze ich immer drin. Aber das ist eine Riesenverantwortung, die diese Crew da hat. Und das muss auch ein Riesenvertrauen sein, dass du in deine Crew hast, weil ich kann mir vorstellen, das ist hier keine, wie soll ich sagen, das ist hier nicht leicht, wenn du 100 Kilometer vom Ziel wissen, dass du vorne bist, dir plötzlich deine eigenen Leute sagen, hey, wir nehmen dich raus und dir quasi, unter Anführungszeichen, jetzt einen Sieg wegnehmen. Ja, aber ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich es eh nicht gecheckt. Sie haben mich dann einfach ins Auto schlafen gelegt und ich mir gedacht, na gut, wenn die Sachen so schlafen, dann schlafe ich. Und irgendwann haben sie uns halt gesagt dann, und ja, dann sind wir ins Zug gefahren. Und es ist immer schlecht, wenn man mit einem Auto ins Zug kommt. Ist nicht so die beste Variante. Aber in dem Fall war es richtig. Und da gibt es irgendwie so, also ich habe es nicht mitgekriegt, aber eine Schlüsselszene, wenn man übermüdet ist, ist er ja recht kalt. Und ich habe das komplette Wintergewand angehabt, mir war eiskalt. Und der Straps ist bei mir kurz vorbeigefahren, haben sie gesagt. Also er war noch fit. Ja. Du hast vorher noch eine Sache gesagt, die mich dem interessieren wird. Und zwar, du hast gesagt, du hast einmal zu viel Salz genommen. Mhm. Wie viel Salz ist bei dir jetzt dazu? Das wird jetzt ja sicher von Mensch zu Mensch verschieden sein, aber ich habe beim Laufen hab ich auch schon mitgekriegt, die einen sagen, sie brauchen kein Salz. Das sind die nachher die Krämpfe haben. Dann gibt es Leute, die sagen, was weiß ich, alle zwei Stunden eine Salztabletten, dann habe ich schon mitgekriegt, jede Stunde eine Salztabletten. Und andere haben gesagt, zwei Salzblätten pro Stunde, und ich schon dachte, puh, das ist aber schon gar viel. Ja, das ist individuell. Also der Salzbedarf pro Liter Schweiß variiert pro Mensch zwischen 250 Milligramm und 2,5 Gramm. Also ist das Zehnfache. Oh. Deswegen, was da bei anderen sagt, das würde ich einmal nicht glauben, dass es bei dir auch so ist. Ja, wie kriegst du das aus? Da gibt es jetzt da. Es ist keine, ich kriege das nicht gesponsert oder so, das ist einfach ein gutes Teil. Von Bestzeit gibt es so ein Kit, ein Pflaster, das pickst du auf die Haut und nachher gehst du intensiv trainieren und dann schickst du quasi das vollgeschweißelte Pflaster zurück und die werten das aus, wie viel Milligramm da drin sind, die rechnen das hoch, dann gibst du ein, du wiegst halt vorher ab und nachher dann weißt du den gesamten Schweißverlust von der Einheit und musst halt eingeben, wie viel du getrunken hast. Pinkeln sollte das nicht gehen, weil das verfälscht alles. Okay. Und dann weißt du, wie viel Milligramm du im Durchschnitt pro Stunde verlierst. Und dann kann man sich ja eigentlich ausrechnen. Mhm. Und wir sind halt von viel ausgegangen, glaube ich. Wie viel ich da genommen habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Meine Betreuer haben mir das einfach gegeben. Also, und es war definitiv zu viel. Genau, aber gut zu wissen, weil ich glaube, das ist was wirklich wurscht, was jetzt relativ wurscht ist, ob das ums Radlfahren geht, oder ob es weit laufen geht oder sonst irgendwas. Und man sagt, okay, das ist für jeden, also wie viel Salz und Schweiß du verlierst, ist, glaube ich, für jeden eine relevante Größe im Sinne von Flüssigkeitszufuhr und Salzzufuhr, weil das kann da halt. Zu wenig Salz kann er halt echt den kompletten Tag zerstören. Ja, und dabei ist es sehr, eine sehr einfache Geschichte mit nimm halt auch Salztabletten. Und vor allem, was ich bis jetzt immer auch nur gehört habe, ist, man muss halt irgendwie ausprobieren. Und das mit diesem Pflaster ist ja halt die erste Methode, die ich persönlich gehört habe, wo du das halt irgendwie auch genau bestimmen kannst und dann halt echt auch irgendwie, was sag ich jetzt mal, mit ein bisschen mehr Daten an das ganze Problem herangehen kannst. Genau, das Pflaster, jetzt kommt Werbung, aber für die krieg ich auch nichts Zeit. Gibt es bei meinem Trainer, bei Max Kinzelbauer auf mk-training.org zum Kaufen, der vertreibt das. Also dieses Pflaster, was du meinst jetzt, oder?
Ja, genau. Ja, passt, genau. Dann werden wir das doch direkt verlinken, weil ich glaube, wir reden da so um die 100 Euro plus minus ein bisschen. Richtig, ja, also, genau, es kostet jetzt 100 Euro. Ja, das ist für irgendjemanden, der viel trainiert und auch wirklich lange Dings macht. Ich meine, jedes Startgeld kostet uns mehr. Und wenn du das einmal machst, ich meine, das variiert ja jetzt nicht alle 14 Tage, sondern das... Richtig, richtig. Es kann einmal variieren, wenn man anfängt zum Trainieren und nachher, weiß nicht, 3 Jahre trainiert und man ist dann austrainiert, dann gibt es schon eine Variation, dann könnte man es vielleicht nochmal machen. Aber wie du sagst, es ändert sich nicht so schnell wie der Metabolismus jetzt. Ja, aber das ist wahrscheinlich so, wenn du das, weiß nicht, und wenn du das einmal im Jahr machst, so wie du einen Laktattest machst, dass du sagst, wie sind meine Zonen jetzt gerade und wie ist jetzt gerade mein Salzbedarf? Das ist wahrscheinlich, also es ist besser, du investierst 100 Euro in eine Analyse, wie viel Salz du brauchst, als du investierst 100 oder 150 Euro in ein Startgeld, wo du nachher nach der Hälfte vom Rennen aussteigst, weil du zu wenig Salz genommen hast oder zu viel. Ja, und vor allem, die Sportler geben meistens so eh schon genug Geld für unnötiges Zeug aus, da ist die 100 Euro sicher gut investiertes und Geld. Und bei Radlfahrern ist es sowieso wurscht, weil deinen Radl kostet, weiß ich nicht, ist richtig. Eine halbe Million. Ja, 1000 Geld. Du sagst es und dann sitze ich aber oben da wie auf einem Holland-Radl, aber vorher 10.000 ausgegeben. Ja. Irgendwas. Ja. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr guter und glaube ich auch sehr wertvoller Tipp für viele Leute, weil das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Es macht definitiv Sinn. Ja. Also da bin ich überzeugt davon. Okay, das heißt, du hattest auch deine Tiefpunkte, wie wir jetzt gehört haben, die eigentlich, ich bin auf Streckenrekordkurs und dann Schlafmangel versaut meinen ganzen Tag. Ja, mehr. Also meine ganze Karriere ist eigentlich ein Tiefpunkt, wenn man so. Aber im positiven Sinn. Also, ich würde jetzt da, wenn du irgendwann einmal in die Trainerlaufbahn wechselst, das würde jetzt nicht ganz oben auf die Webseiten hinschreiben. Vielleicht war das ein guter Marketing-Spruch. Willst auch du zu deinem persönlichen Tiefpunkt? Ich verhelfe dir oder so. Ja, aber so Tiefpunkte sind einfach nur Möglichkeiten zu wachsen. Also man muss das einfach nur irgendwie schön Dings. Aber, ja, oder aber du bist Apnoe-Taucher. Ja, aber das hat schon so ein bisschen, wenn ich mich das recht gelesen habe, schon so ein bisschen eine kleine Krise bei dir eingeläutet, die ja dann ab ja nicht nur ein paar Tage gedauert hat, sondern ja durchaus sich ein bisschen länger gezogen hat, oder? Ah ja, ich bin quasi von einer Krise in die nächste gerutscht. Wir können gleich zum nächsten Jahr gehen, da habe ich die nächste Krise gehabt. Und ja, da bin ich das Rennen nochmal gefahren, aber ich habe mir gedacht, derme Woche ist gescheiter. Ich nehme einen neuen Trainer und dann bin ich eben zum Max gekommen. Und der Max hat ein ganz anderes Schema gehabt. Der hat erstens härter trainiert, also so hart habe ich noch nie trainiert. Ich habe auch noch nie so eine Form gehabt und der Max wollte immer wissen, also ich habe jedes Training bewerten müssen, wie anstrengend war das für mich und dann hat er immer zwischendurch gefragt, na und wie geht's da? Und man kennt es ja, man will so gefallen und ja, na geht eh und es gebietet der Training, das macht mir gar nichts. Und für mich war alles easy. Natürlich. Ja, genau. Ja, und dementsprechend ist das Training weitergegangen und ich war, also retrospektiv war ich in einem Übertraining auf der psychischen Seite. Also vom Körperlichen ist es gegangen, aber ich wollte halt einfach nicht mehr Radl fahren. Ich bin da zumindest noch 40 Stunden arbeiten gegangen und bin so durchschnittlich 20 Stunden in der Woche am Radl gesessen. Das ist dann schon sehr ausgefüllt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich die 1500 nochmal und war in der Form meines Lebens da zumals. Und vor dem Start haben wir schon gedacht, na, jetzt gefreue ich mich schon, wenn das Rennen dann vorbei ist und beim Race Around Austria kommt man auf die Bühne und hat so ein obligatorisches Interview. Und ich bin gefragt worden, auf was ich mich am meisten freue am Rennen. Und ich habe gesagt, na, aufs Ziel. Also eigentlich, wenn es vorbei ist, so durch die Blume, habe ich schon selber gesagt. Na, und dann bin ich ins Rennen gestartet und war auch schon wieder sehr schnell unterwegs, war gleich Erster und dann war ich auf Streckenrekord wieder unterwegs, weil der Streckenrekord war mein geheimes Ziel immer sozusagen, weil ich gewusst habe, das ist möglich. Und dann kommt man zum geschriebenen Stein, das sind circa 800 Kilometer, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist der erste Hügel, über den wir vorgehen. Burgenland irgendwo, oder? Burgenland, genau so ist es.
Und da habe ich die erste Krise gehabt. Das ist der höchste Punkt des Leitergebirges nämlich. Ja, genau. Das ist dem schönsten Gebirge des ganz Österreichs. Ein Kenner seines Fachs. Ja, das Leitergebirge ist schön, weil mein Bruder wohnt um die Ecken mittlerweile. Und es ist ja normal, dass man nach 20 Stunden oder was auch immer mal ein bisschen einen Leistungseinbruch gehabt hat. Aber ich habe mit denen nicht umgekehrt. Irgendwie habe ich so im Kopf gehabt, ich fahre da ohne Leistungseinbruch durch. Und wenn's dann, es ist dann dunkel geworden und irgendwie war meine Motivation so dahin. Und ich habe so im Kopf gehabt, ja, warum tue ich mir das eigentlich an? Und ich muss dazu sagen, im Rennen die Warum-Frage zum Stellen ist eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, den man sich nur aussuchen kann. Und ich habe dann so mit den Gedankenspielen angefangen, ja, nein, jetzt will ich nicht mehr weiter Radl fahren, ich verkaufe alles und nehme mir einen Hund, ich höre auf zu Radlfahren. Und das war so meine fixe Entscheidung und habe da über den Funk, du, für mich war es das jetzt. Und dann her über Funk, hey, bist du wahnsinnig, du bist 3 Stunden vom zweiten und fährst gerade auf Streckenrekord, was redest du? Und ich habe darauf gesagt, nein, und ich weiß nicht, warum ich mir das auch tue, weil ich gehe 40 Stunden arbeiten und die ganze Freizeit sitze ich am Radl und eigentlich habe ich gar keine Freizeit, weil ich eh nur arbeiten gehe oder Radl fahren und zwischendurch was essen oder schlafen. Und das hat alles für mich gar keinen Sinn mehr ergeben, warum ich das jetzt eigentlich mache und warum ich mich jetzt, wo ich mir Urlaub genommen habe für das Rennen, mich noch quälen soll. Also man dachte, nein, jetzt ist es Zeit für einen Hund. Und dann haben sie mich überredet, dass ich einen geschriebenen Stein auffahre. Und das habe ich halt gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, das war es jetzt für mich. Dann habe ich mich ins Betreuerfahrzeug reingelegt und habe halt einfach gewartet. Und sie haben auf mich eingeredet, die sind weiterfahren. Und dazu hat der Max mit Trainer in Straps betreut. Und dann habe ich Max angerufen und gesagt, du, ich will nicht mehr weiter Radl fahren. Und der hat gerade in Straps betreut, live, und hat mit mir telefoniert und hat probiert, meine Krise zu lösen. Aber es hat ja keine Lösung gegeben, weil ich bin nur selbst im Weg gestanden. Ja, und dann bin ich 3 Stunden da herumgelegen im Auto. Und dann ist der Edi Fuchs, der damalige Zweite, bei mir vorbeigefahren. Da habe ich aus dem Auto geschaut. Dann ist ein Bekannter vorbeigefahren, der wollte nur, dass ich weiterfahre. Der Reiteritz Philipp hat aber auch nichts gebracht und dann hat aber meine Crew was ganz was Gescheites gemacht. Die haben gesagt, wir rufen nicht den Rennbüro an, musst schon selber anrufen. Ja, und dann habe ich richtig mit mir gehadert, weil ich die Entscheidung so quasi selber fallen habe müssen. Ja, und dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, nein, ich komme jetzt nicht mehr ins Ziel und soll ich noch einen GPS-Tracker vorbeibringen oder reicht es mir mit der Post zurückschicken? Und dann hat sie geheißen, recht mit der Post. Dann habe ich gesagt, okay, passt. Tut mir leid, aber wir fahren heim. Für mich war es das mit dem Radl fahren. So weit hast du es ja nicht heim gehabt. Also ich meine, wenn es da irgendwo weiter westlich... Das hat es verpasst. Und das Lustige ist, ich habe vergessen, dass ich auf Stopp drücke am Garmin und dann war auf Strava dann die Strecken zurück mit 120 oder so. Ja, aber du bist dann schon noch, also nebst dem Übertraining, schon noch ein bisschen an deinen, also so hört sich zumindest für mich ein bisschen an deinen Ambitionen gescheitert, oder? Weil du wolltest ja schon ziemlich hoch hinaus. Ja, und, richtig. Und warst vielleicht auch, jetzt vielleicht nicht körperlich, aber auch mental noch gar nicht bereit dafür. Ich habe mir, glaube ich, einfach immer viel zu viel Druck selber gemacht. Also, was für ein Jahr sind wir da eigentlich? Ah, Entschuldigung, da sind wir bei 2019. Und du hast angefangen zum Weitradlfahren 16, wenn ich mich nicht täusche. 16, 17 im Zweierteam, 2018 der, warte mal, Entschuldigung, 2018 der Glocknerman, 2019 das erste DNF beim Race Around Austria mit dem Schlafentzug und 2020 jetzt da, wo ich mir einen Hund fast genommen hätte. Was ja doch auch relativ schnell ist. Also, du, ja, so schnell entscheidet man sich nämlich nicht für einen Hund. Richtig, aber kommt da nicht doch ein bisschen was zusammen, weil du halt doch relativ schnell, relativ erfolgreich warst und dir das so ein bisschen, zumindest halt für mich so, ein bisschen zu Kopfe gestiegen ist. So, jetzt kann ich noch mehr und das geht irgendwie ewig so weiter. Ja, richtig. Also ich habe, Scheitern hat es ja bis dorthin in meiner Karriere nicht gegeben. Und ich habe mir gedacht, das geht immer weiter und ich habe auch die Ansprüche an mich selbst immer höher geschraubt. Sprich,
auf einmal wollte nicht die 1500 fahren, sondern meinen Kopf vor der Streckenrekord schon, bevor ich es überhaupt das erste Mal gemacht habe. Und dann bin ich gescheitert und dann habe ich mir, aber dann ist der Anspruch nicht gesunken, sondern ich habe gewusst, okay, ich muss haben mehr schlafen, dafür muss ich schneller Radl fahren. Und dazu muss ich mehr trainieren. Ja, genau. Mhm. Und ja, dann ist halt der Hund in die Quere gekommen. Und ich habe dann bin ich heimgefahren und war halt eine richtig, richtig arge Krise für mich, viel ärger wie das Jahr zuvor. Weil es halt wirklich an mir gelegen ist und an meiner Psyche. Und dann habe ich meine Sponsoren angerufen, die ich dazu schon gehabt habe. Und habe gesagt, entweder ich muss mehr Radl fahren, also ich muss gleich viel Radl fahren und weniger arbeiten, oder ich muss gleich viel arbeiten, gleich viel Radl fahren und weniger arbeiten, oder weniger Radl fahren und gleich viel arbeiten. Und dann kannst du quasi, ob's, genau, und habe ihnen die Wahl gelassen, quasi, wie sie das sehen. Und klar, ich will gleich viel Radl fahren und weniger arbeiten. Meine Entscheidung war eh da. Und die haben wir unterstützt und haben gesagt, okay, passt, wir finanzieren dir das und so wir auf 20 Stunden reduzieren können, ab nächsten Jahr. Das heißt, ab Jänner dann. 21. Die Pandemie bedingt 21, genau. Ja. Ab Jänner 21 war der Deal dann. Mhm. Ich war dann aber fürs Race Around Niederösterreich angemeldet und das pandemiebedingt ja in September geschoben worden. Mhm. Und ich wollte einmal Radl fahren ohne Druck. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich fahre das Rennen einmal. Gar nicht so, ob das es gewinnen will oder irgendwie, sondern einfach, ob mir das Radlfahren prinzipiell noch Spaß macht, weil ich hätte dann noch immer meinen Sponsoren sagen können, Herz, das geht mir alles am Socken, das Radlfahren, ich will nicht. Ich hätte ja einfach weitermachen auch können mit gleich viel Arbeiten. Mhm. Und dann bin ich zu den Rennen gegangen und habe meinen Betreuer gesagt, ich will nicht wissen, wie spät es ist, ich will keine Zeiten von anderen wissen, ich möchte nur wissen, wann muss ich eine Schule trinken und fertig. Mehr will ich nicht wissen. Und so sind wir in das Rennen gestartet und ich bin als Drittvorletzter gestartet. Wie lang ist das Race Around Niederösterreich? Also nämlich gerade für alle, die jetzt nicht aus der Gegend sind, ist Niederösterreich einfach nur so, ja, irgendein Land. Ja, es ist halt irgendein Land, wo jeder in Deutschland weiß, es gibt ein paar Kölner, aber viel mehr weiß kein Mensch. Aber Köln und im Pröll, oder? So muss es ja sein. Richtig. Aber der ist nicht drinnen im Köller. Sehr viele Weinkeller. Oh ja, Weinkeller gibt es auch. Nein, aber wie lange ist das Race Around Niederösterreich? Das ist ja 5, 6, 7, 800 Kilometer. 600 Kilometer und 6000 Höhenmeter sind es, exakt. Mhm. Das heißt, das ist ein Tag. Ja, nein, also ja, ungefähr, plus, minus. Mhm. Okay. Und jedenfalls bin ich da gestartet und bald einmal hat mich der Straps überholt und dann hat mich der Robert Müller auch später noch überholt. Das ist ein ziemlich guter deutscher Radlfahrer. Die Italiener sagen immer zu einem Roberto Muella, das ist immer recht witzig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, der Robert Müller hat zuvor das Race Around Austria hinter Straps als Zweiter gefinisht und der ist der absolute Rookie, das war sein allererstes Rennen. Und war für mich in Ordnung, der kann mich ja ruhig überholen. Und irgendwann, sagen wir, meine Betreuer mit dem Rennen, Philipp Zaa. Und eigentlich war er total angefressen, weil ich ausgemacht war, sie sollen nichts sagen. Und auf einmal geben sie mir subtil irgendeinen Hint, ich soll schneller Radl fahren. Und eigentlich war ich angefressen und habe mir gedacht, okay, passt, bin ich halt jetzt gleich Vierter. Aber gleichzeitig habe ich halt mehr Gas gegeben. Und auf einmal sehe ich in Roberto Muella vor mir und habe ihn überholt und wie Radlfahrer das machen, man fährt vorbei und grinst sie an und sagt, na, geht's eh? Und ich fahre nicht vorbei und lass sie nichts alles anmerken. Eh alles tutti und der denkt, ja, genau. Ich jetzt. Nein, so bin ich halt bei ihm vorbeigefahren und gleichzeitig, das muss ich noch dazu sagen, war das aber die Staatsmeisterschaft vom Weitradlfahren. Und ich habe mir gedacht, Alter, wie geil ist das, ich komme als Zweiter ins Ziel und wie noch Vize-Staatsmeister, es gibt nichts Geileres, ja, und dann bin ich halt ins Ziel gekommen und auch als Zweiter habe ich das gefinisht
und kaum in Zürich ankommen, kommt der Christian, der Troll-Christian, der Veranstalter zu mir und sagt, du, gratuliere, aber es tut mir leid, ich kann nichts für dich machen. Und ich mir gedacht, was kannst du denn für mich machen, was ist denn passiert? Und er hat gesagt, nein, tut mir leid, da können wir nichts mehr machen. Und ich habe es noch immer nicht verstanden und habe dann eben gefragt, was er jetzt meint. Und er sagt, ja, du warst nicht für die Staatsmeisterschaft angemeldet. Und ich habe mir gedacht, was? Ich melde mich in Österreich für Rennen an, das die Staatsmeisterschaft ausdruckt. Wie kann ich da nicht angemeldet sein? Dabei hätte ich mich extra beim ÖRV anmelden müssen für die Staatsmeisterschaft. Das ist in jedem Newsletter drin gestanden, den ich konsequent gelöscht habe. Und somit bin ich nur theoretisch Staatsmeister mittlerweile. Du kannst sagen, du bist Staatsmeister, bitte Staatsmeister der Herzen oder so. Quasi, ja. Also alle haben gelacht, ich auch, weil prinzipiell für mich macht es keinen Unterschied, ja, aber mittlerweile wird es immer witziger, die Geschichte für mich, wenn ich so. Ja, aber das sind österreichische Vereine und so, das sind wie Magistratsabteilungen. Also wenn du dich nicht anmeldest, dann hast du halt einfach verloren. Das gehört sich so. Da kennt ja jeder kommen. Es war dann auch noch so eine Diskussion mit den Zuständigen von ÖRV, der dort war, quasi, ob man mich nicht nachnennen kann. Und der hat dann gesagt, also seine Argumentation war, nein, das geht nicht, weil dann war ja der dann Dritter geworden war bei der Staatsmeisterschaft, schneller gefahren. Und wenn er mich als Konkurrent gesehen hätte, war er ja schneller gefahren. Ja, genau, weil der hat nämlich die ganze Zeit gewusst, dass du vorher bist und dass du gemüllt oder nicht gemüllt bist. Das ist Erste, was man sich in Unterarm ritzt. Natürlich. Ja, genau, das, jedes Jahr aufs Neige. Ja, genau. Das war dann eine super Aussage. Für mich war das dann, ja, danke, ich hole mir jetzt ein Bier. Habe ich mir gedacht und bin halt gegangen. Ja, ich meine, im Endeffekt ist, wenn ich es wurscht anders jetzt denke, kann man nur sagen, Regeln sind Regeln. Ich meine, sie haben es ausgeschrieben und ja, wenn man dann blöd dafür ist, es geht mir ja selber auch so. Ich bin jetzt auch nicht bekannt dafür, dass ich mir alles immer im Detail durchlese. Ich habe den Vorteil, ich hab halt einen Beta, der mir solche Dinge erklärt. Euphemismus, alles immer. Ja. Ich bin schon froh, wenn er weiß, wo wir hinfahren. Er merkt sie normalerweise merkt er sie, wann muss er wo sein. Ende. Alles andere weiß er nicht. Schau, ich bin schon im Herzen und im Geiste bin ich auch Weitradlfahrer, weil ich habe meine Crew, dass ich Dinge weiß. Ich muss mir das nicht merken, das macht meine Crew. Mhm. Da habe ich einen Chauffeur, der mit dem Auto dann hinfährt, da muss ich nur wissen, ich muss um 10 Uhr am Westbahnhof sein. Das reicht mir. Ja, in Zukunft sollte ich das meiner Crew auch überlassen, weil ich habe nicht daraus gelernt, dazu kommen wir aber erst ein paar Jahre später. Ah. Oder warte mal, ein Jahr später, 22, ja. Nein, also jetzt, das Jahr. Das Jahr, genau. Ja, das Jahr sind wir drauf gekommen, ich habe nicht daraus gelernt. Ich hätte eigentlich geglaubt, ob jetzt habe ich daraus gelernt, aber nein. Jedenfalls nach den vermeintlichen Staatsmeisterschaften oder Vize-Staatsmeistertitel war ja eigentlich der Traum losgegangen für mich mit einer semiprofessionellen Karriere. Nur habe ich mich dann im November mit Covid angesteckt und mir ist halt richtig, das war halt die erste Welle mit dem, glaube ich, Delta zeigt da. Und mir ist richtig dreckig gegangen. Ich war echt in meinem Leben noch nie so krank, mit über 39 Fieber und habe 4 verschiedene Antibiotika genommen, also fiebersenkende Medikamente und die in der Maximaldosierung, nur dass ich überleben kann und einmal auf 38,5 abfieber. Also es war echt nicht lustig. Und das war dann vorbei nach 2 Wochen und ich habe mich urgefreut, dass ich mit der Luft nie Probleme gehabt habe. Nur ist das nachher losgegangen mit Problemen mit der Luft und ich habe dann ein Long-Covid-Syndrom entwickelt. Das hat circa so schon mal ein halbes Jahr gekostet. Und man muss sich das so vorstellen, ich setze mich wieder aufs Radl und fahre 100 Watt mit 130 Hertz Frequenz, das wirklich sehr, sehr wenig ist. Und eigentlich denke ich mir, ja, mein Traum geht in Erfüllung, nur man hat trotzdem noch eigentlich nichts über die Krankheit gewusst und hat nicht gewusst, Long-Covid, das ist so ein bisschen mitgeschweift, aber man hat nicht gewusst, was ist das und vor allem auch nicht, wie lange dauert es.
Und dann bin ich mit 100 Watt am Radl gesessen und habe nicht gewusst, ob ich jemals wieder gescheit Radl fahren kann. Ja, 100 Watt ist im Endeffekt, also für jemanden, der ein bisschen mehr Radl fährt, das ist quasi, bewegt deine Fiersfeld im Kreis. Ja, genau. Also da hätte ich, glaube ich, da zum Beispiel so starker Raucher schon noch mehr zusammengebracht. Das war wirklich schwierig zum Anschauen und vor allem, es ist ja nicht besser geworden. Es ist monatelang so geblieben mit marginaler Verbesserung, dann war es einen Tag besser und am nächsten Tag war es wieder richtig, richtig scheiße. Aber ist es nicht einerseits, muss ich sagen, du bist ja quasi aus einer Krise kommend, hast ja wieder so mit dem Vize-Staatsmeister der Herzen so ein bisschen den Weg zurück ins Weitradlfahren gefunden und warst, so bitter das ist, dass wenn du gerade wieder zurückkommst, dass du gleich wieder zurückgeworfen wirst. Aber war die Zeit nicht davor schon so ein bisschen Training dafür, dass du auch das durchtauchen kannst, wo du weißt, dass du, auch wenn es länger dauert, irgendwann wieder zurückkommen kannst? Das habe ich erst heuer gelernt, sagen wir so. Damals war das eigentlich total bitter und ich hab richtig verzweifelt. Also ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und ich habe damals von Wolfgang Fasching als Buch gelesen. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, na, was hätte jetzt der Wolfgang gemacht an meiner Stelle? Und es hat dazu mal eigentlich nur eine einzige Antwort gegeben. Und das war weiter. Mhm. Er hätte einfach weitergemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probiere ich das halt auch. Und es ist dann wirklich nach ein paar Monaten, also nach 4, 5 Monaten, habe ich gemerkt, es wird jetzt langsam ein bisschen besser. Ja, und dann bin ich wieder irgendwie halt zurückgekommen in Form. Was haben die Sponsoren gesagt? Kommt ich einfach gesagt, okay, ja, du hast ein Pech, weil du hast ein Pech gehabt, du hast dich angesteckt. Ich meine, das hat jetzt da auch keiner vorher wissen können. Haben die das quasi mitgetragen oder hast du es dann nachher wieder einen eigenen Anlauf nehmen müssen? Nein, gar nicht. Ich habe das immer, also ich bin bei meinen Sponsoren immer so, dass ich immer alles klar und offen kommuniziere und was wiegt, das hat's und dann können sie eine Entscheidung treffen, wie sie das sehen. Und ich habe das so, dass ich mit meinen Sponsoren ein richtiges Glück gehabt habe und immer, auch wenn ich es vorher nicht kennt habe, schnell ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe. Und dann habe ich den Chef halt einfach angerufen und habe ihnen das klar kommuniziert, wie es aktuell ausschaut, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, aber dass ich mein Bestes tue. Mehr kann ich nicht machen. Ja. Und du bist ja dann ja auch ziemlich erfolgreich wieder zurückgekommen, oder? Weil du hast ja dann jetzt erst vor kurzem bist in den USA relativ erfolgreich 24 Stunden im Kreis geradelt. Genau, vorher bin ich noch wieder zurückgekommen, bin die 1500 einmal anders gefahren und habe es mit Streckenrekord gewonnen. Stimmt, das war das Covid-Jahr. Und ja. Genau, und war das dann, hast du dann schon noch von deinem mental her gemerkt, dass die Zeit mit dir im positiven Sinne was gemacht hat, dass du echt weißt, dass du alles dann irgendwie überwinden kannst und nicht so schlimm sein kann, dass du nicht doch irgendwie wieder gestärkt dafür vorgehst? Ja, also es hat mir vor allem Geduld gelehrt und vor allem mit unangenehmen Sachen klar zu kommen. Das habe ich auch bei den 1500 dann im selben Jahr, das ist ja dann 2021, machen müssen, weil ich habe da Schirmer's Neck entwickelt. Sprich, ein Schirmer's Neck ist, wenn die Nackenmuskulatur versagt und der Kopf nicht mehr hängt. Und das initial hat man irrsinnige Nackenschmerzen und ich habe in meinem Leben noch nie so Schmerzen gehabt und ich habe 2 Paracetamol und 2 Novalgin auf einen Sitz genommen und nachher war es für eine Stunde zum Aushalten und dann hat es wieder angefangen und ich bin in Radlenker nicht mehr halten können. Das war aber ungefähr circa 100 Kilometer vom Ziel, wo es ganz, ganz extrem geworden ist. Und der Bernie dann gesagt, naja, wenn du gescheit Radl fährst, wirst du nur länger Schmerzen haben, also fahr weiter. Und dann bin ich halt 50 Kilometer freihändig gefahren, weil ich ja keinen Lenker mehr halten habe können. Und irgendwann fragt mich der Bernie über den Funk, na, tut dir eigentlich noch was weh? Und ich sage so, naja, dann tu halt mal wieder gescheit Radl fahren. Und dann habe ich den Lenker in die Hand genommen, bin wieder gescheit Radl gefahren.
Und dann bin ich in den Grasverkehr gefahren und irgendwie habe ich den Ausgang vom Grasverkehr einfach nicht gesehen. Und ich mir gedacht, warum sehe ich den nicht? Und 7 Runden später. Ich bin dann nach Gefühl irgendwie raus. Und später bin ich draufgekommen, warum ich nicht gesehen habe, meine Nackenmuskulatur hat total versagt. Das heißt, der Kopf ist nur mehr nach unten gehängt und ich habe nur mehr die Augen quasi so nach oben schauen können und fahre mir so einen Grasverkehr. Mach das einmal trainingshalber. Ja, wobei, das sagen doch die Navis immer, oder? über den Kreisverkehr gerade drüber. Gerade drüber. Ja, und die sagen, nimm die zweite Ausfahrt. Du musst doch wissen, wann die zweite Ausfahrt kommt. Das ist richtig, ja. Oder du bist, was ich auch gedacht habe, du bist Ultraläufer, dann lauf doch einen Marathon im Kreisverkehr. Auch wahr, ja, das ist der Rainer Bredl. Rainer Bredl. Ja, genau. Rainer Bredl. Für den war das aber dann schon zu lang, der ist ja später um einen Kugeltisch auch gerannt. Ja, er hat gesagt, ich glaube nur mit zweimal Speiben. Wobei die Geschichte mit dem Sherman's Neck. Es gibt ja für die Kletterer, gibt es ja diese Brüden. Wo du, wenn du gerade ausschaust, nach oben schaust. Ah ja, das war Alternative für die Zukunft. Bei sowas würde es ja total helfen, dass, also wenn du den Kopf nicht mehr heben kannst, dass du zumindest noch weißt, wo der Kreisverkehr aus ist. Ich werde dann im Kopf so gehoben mit der Hand und das ist dann halbwegs gegangen. Das Interview dann im Ziel war spannend. Also die Haltung, wenn der Kopf hängt und man schaut immer so nach oben, hat echt ein gutes Bild gemacht. Die glauben, du bist ein Psycho. Also ich habe auch noch den Schlaganfall gehabt. Ja, eher, also eine Mischung zwischen Psycho und Schlaganfall, irgendwie so, kommt am ersten hin. Na, genau, und das war mein 2021er Jahr und dann habe ich, also ich habe immer so circa 2 bis 3 Wochen im Jahr, wo ich Alkohol trinke und das sehr exzessiv und dermal bin ich aber kurz vorher krank geworden. Dann haben wir unser jährliches Jugendtreffen gehabt, also von meiner Jugendfreund und haben uns da dem Alkohol hingegeben und gefrönt, ja genau. Und ich war halt dann ein bisschen krank auch und jetzt habe ich mir gedacht, ja, aber boostern muss ich auch gehen. Nein, jetzt ist es wurscht, jetzt mache ich gleich alles auf einmal und bin dann 3 Tage später boostern gegangen und habe anscheinend also in alles, was noch in meinem Körper drin war, also ein bisschen Infekt und Respromyna, habe ich einfach eine geboostert, was nicht das Gescheiterste war. Ja, dann habe ich wieder so eine Long-Covid-Symptomatik entwickelt über 2 Monate. Ja, war wieder sehr herausfordernd für mich dann. Du hast wieder mal aus deinen Fehlern, also so semi gelernt. Ja, genau, richtig. Und dann ist es aber besser geworden und ich war Gran Canaria Trainingslager ist angestanden im März und 2 Wochen vor März, also vor dem Trainingslager, habe ich schon immer so Kreuzweh gehabt und Kreuzweh ist jetzt nichts Seltenes von mir, das kenne ich. Und dann fliege ich, habe ich mir schon gedacht, naja, super, fliegst mit nach Gran Canaria mit Kreuzweh, ist so nicht das Gescheiteste. Und nach dem 2. Tag im Trainingslager habe ich auf einmal kein Kreuzweh gehabt und ich habe mir gedacht, hey, perfekt, 16 Tage Trainingslager, kein Kreuzweh. Ist er nicht mehr gekommen und das war ein umfangreiches Trainingslager mit 35 Wochenstunden am Radl, also richtig heftig. Und vor dem Heimfliegen ist das Kreuzweh wieder gekommen, eigentlich eher am Tag vom Rückflug, denke ich mir, ja, wie ausgemacht, perfekt. Bei einem Heimfliegen habe ich schon immer gewusst, wie ich sitzen soll, weil es mir schon über den Hintern gezogen hat. Denke ich mir, naja, ist halt ein bisschen ein Nerverl eingeklemmt. Am nächsten Tag habe ich nicht aus dem Bett können, habe ich halt Schmerztabletten genommen, dann habe ich gehen können wieder. Und tags drauf war das Kreuzer weg, nur die Zeichen war taub. Denke ich mir, naja, wird halt so eine Bandscheibenvorwölbung sein und der Nerv ein bisschen beleidigt, dann wird schon wieder werden. 2 Tage später habe ich schon eine Lähmung gehabt, habe nicht mehr auf die Zeichenspitzen stehen können. Da haben wir gedacht, naja, Radlfahrer, wurscht. Vielleicht geht es ja wieder weg, habe ich mir gedacht. Weil ich meine, der Nerv ist schon beleidigt dann, weil wenn man dann Lähmung hat, ist es wirklich ganz schlecht, weil dann ist der Druck groß, weil außen sind die sensiblen Fasern und innen die motorischen. Das heißt, da hat man schon ziemlich viel Druck am Nerv.
Und dann haben wir gedacht, naja, ich gebe mir jetzt damit 3 Wochen, vielleicht bildet sich das ja retour. In der Zwischenzeit ist es aber immer schlimmer geworden, weil mir der Gluteus Medius hat schon, also habe ich schon immer ansteuern können. Und der Gluteus Medius ist für die Beckenstabilisierung quasi verantwortlich. Und dann ist mir das Becken hinten immer... vorne oder auf der Seite? Seitlich, genau. Das ist das, die Läufer gern sie beleidigen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das von der Seite runter geht Richtung Knie, oder? Ist das das Ding? Also wenn du das beleidigst, dann kriegst du irgendwann Knieweh, ja. Das weiß ich nicht. Seitlich habe ich so gehört oder so wahrgenommen von dir, dass das Becken zur Seite wegkippt immer. Mhm. Sprich, ich bin gegangen wie ein Tango-Tänzer, mit einem super Hüftschwung, also optisch hätte ich was hergehen. Funktional war es nicht mehr. Ja, und dann habe ich ein MR gemacht und mir gesagt, na, super Bandscheibenvorfall mit so einem Sequester, sprich das also ich habe einen Riss in der Bandscheibe gehabt und normalerweise druckt es dann so das Bandscheibenmaterial aus und das hängt noch an einem Kern fest. Bei mir war das schon abtrennt und das ist im Epiduralraum quasi herumgeschwommen und da sagt man, entweder es triggert ein und irgendwann baut es das Immunsystem ab, das dauert halt recht lang, oder man geht halt operieren und die haben wir dann 3 Wochen Zeit lassen und es ist eigentlich nichts besser geworden und desto länger Druck am Nerv ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Schaden bleibt und dann war klar, ich muss operieren gehen und am Karsamstag war ich dann operieren und habe dann die Neurochirurgin gebeten, dass man das Zeug aufhebt, weil ich stehe mir auf so ein bisschen Grauslichkeiten als Schwester. Ich möchte es mit heimnehmen. Und sie hat dann gesagt, wobei, naja. Wobei so am Karfreitag so zu Ostern aufs Kreuz gelegt werden, ist das nicht ein bisschen geschichtlich ein bisschen belastet? Ich habe gehört, das ist nicht so gut angekommen. Also wenn du jetzt darauf stehst, dass irgendwie eine Religion nach dir gegründet wird oder so, dann... Stimmt eigentlich. Ja, also, ja. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, erstens gehöre ich nicht mehr dazu und zweitens bin ich am Bauch gelegen wie ein Topi. Weil so wäre es ja hinten operiert. Ja, dann. Ja, du musst dich ja von der bestehenden Religion noch irgendwie abheben. Richtig, gut. Vor allem bin ich am selben Tag noch auferstanden und nicht 3 Tage später. Muss man dazu sagen. Abheben, du musst ein bisschen anders sein. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Ja. Wiedererkennungswert muss da sein, damit sie die Traditionen nicht zu viel verschieben müssen, aber ein bisschen eine Progression. Aber wie ist das eigentlich? Also du gehst dorthin, wirst operiert. Ich habe immer so in meiner kleinen bunten rosa Welt ist es ja nachher Bandscheibenvorfall, oh mein Gott, operieren hier, Rückenmark, schwierig, da machst du mal Reha 3 Monate und vorher ist einmal gar nichts und das tut alles scheiße weh und bla. Ist das so? Jein. Ich komme dazu, darauf komme ich dann noch zurück, ja. Das ist nämlich auch recht spannend sagen wir so, experimentell gewesen bei mir. Nennen wir es eher so. Die Neurochirurgin hat dann quasi gesagt, warum ich das haben will, das sind eh nur ein paar Flankerl, was rausholt. Und ich bin dann nach der OP wach geworden und das haben sie aufs Bett gestellt, pickt gehabt, das Zeug. Und das war so groß wie mein halber kleiner Finger, also ein richtig fettes Würstel. Und ich habe das Zeug jetzt in der Hamling und es ist noch immer gleich groß. Das heißt, es hätte jetzt ziemlich lang noch auf den Nerv gedruckt und das war dann nichts mehr geworden wahrscheinlich. Okay, also das hätte wirklich lang gebraucht, bis er sich abbaut. Ja, ja, es war bei mir anscheinend so viel, dass er sich wirklich ausgezahlt hat, dass man das operiert. Und dann war ja Visite und wie lang darf ich nicht Radl fahren und trainieren und die hat ihm gesagt, 6 Wochen einmal gar nichts machen und dann darfst du so ein bisschen umtun und so. Und ich habe mir gedacht, puh, dann brauche ich ja heuer eigentlich gar nicht mehr Radl fahren. Nicht mit mir. Und ich habe dann probiert, naja, was geht, und habe im Bett, also am nächsten Tag nach der OP, habe ich angefangen, einfach mal Bauchmuskeln anzuspannen, so ein bisschen Körperstabilspannung aufbauen, wieder loslassen. Und dann hat es geheißen, ich darf spazieren gehen, dann bin ich gegangen und ich meine,
10 Schritte gegangen und dann hat es angefangen zum Wetter. Und dann habe ich einfach zum Trainieren angefangen im Spitalner und bin am Gang auf und ab gegangen, habe wieder ins Bett gelegt, Pause machen, wieder Gang auf und da, dann am nächsten Tag schon unten, bin runden gegangen im Innenhof, wieder auf und Pause machen. Und so habe ich eigentlich weiter da und am 11. Tag habe ich mich aufs Radl das erste Mal gesetzt, halt indoor, damit ich keine Schläge abkriege. Und bin so 40 Minuten einmal gefahren, ganz locker nur um mich zu bewegen und auch immer wieder längere Strecken zu Fuß gegangen. Und ich muss jedem sagen, es ist nicht das Gescheiterste, wenn man sich nicht an einen ärztlichen Rat hält, weil es war so ein bisschen on the edge, das Ganze, weil... Die Song ist also nicht zur Gaude. Nein, gar nicht. Weil ein Tag ist gut gegangen und den nächsten Tag nicht. Und auf einmal habe ich eine Hühnerei große Schwellung im OP-Gebiet gehabt. Und ich habe urig Panik gekriegt, habe mir gedacht, super, jetzt hast du das ganz versaut, du Trottel. Jetzt, weil du so ungeduldig warst. Und dann habe ich, weiß ich, 3 Tage nichts gemacht und dann ist die Schwellung zurückgegangen. Dann habe ich gedacht, naja, schauen wir mal, was wieder geht. Und so bin ich hin und her und dann habe ich wieder die Panik gekriegt und dann ist es wieder besser gegangen. Und das ist halt circa so, naja, schon 2 Monate hin und her gegangen zwischen Panik und schauen wir, was geht. Aber du warst 2 Monate im Krankenhaus? Nein, ich bin noch, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt, ich bin glaube ich noch 3 Tage entlassen worden. Okay, also so schnell wird man da entlassen. Ich dachte, dass man tatsächlich dann irgendwie direkt dort Reha-Training macht und solche Geschichten. Also, Nein, gar nicht. Sie vertrauen darauf, dass man sich daran hält. Sinnvoll und konservativ das angeht. Sie rechnen halt nicht damit, dass wir mit einem Weitradlfahrer zu tun haben, der durch dessen Karriere sich zieht, nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Ja, ich habe sie aber auch gesagt. Das war jetzt keine Überraschung. Also sie hat das selber nicht geglaubt, was ich mache sportlich, weil ein Betreuer von mir arbeitet auf der Station. Also der ist ja Pfleger dort. Also nicht, dass sie es nicht wussten. Ja. Selber Schuld. Da habe ich noch eine Frage, und zwar nämlich Bandscheibenvorfall. Radlfahren ist ja für die Bandscheiben an sich auch nicht so das Supergeilste, glaube ich. Einfach durch, weil du ja jetzt dann nicht die beste Haltung für dein Kreuz hast, die ganze Zeit. Ja, Hollandrad ja, alles, wo der Hüftwinkel eng wird, schlecht. Ich kenne jetzt da ganz viel Zeitfahrradl, die ein bisschen andere Geometrie haben wie ein Hollandrad. Ja, genau. Das ist schlecht zum Beispiel, also eben. Theoretisch. Und wenn du Radlfahren anfängst wieder, fangst du dann quasi mit Hollandrad mäßig an, weil du weißt, okay, puh, wenn ich jetzt da in diese Vorlage gehe, dann ist das genau für das, wo es gerade umeinander geschustert haben, echt eine üble Geschichte. Weil, also wenn bei mir einer bei den Bandscheiben umeinander schnippelt, dann würde ich mir auch denken, naja, jetzt vielleicht direkt einmal einen gescheiten Downhill machen, ist jetzt dann nicht die beste Idee. Das wird sogar ich verstehen. Ob ich es dann nicht mache, ist eine andere Geschichte, aber verstehen würde ich es. Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich 2 Wochen vor dem Race Around Austria, das war dann Mitte August, das erste Mal auf einem Zeitfahrer wieder gesessen. Also ich habe auch nicht drauf sitzen können, selbst wenn ich wollen hätte. Das habe ich sogar selber eingesehen. Und so bin ich eigentlich nur am Rennradl gesessen. Und ich habe aber nach der Entlassung sofort Physiotherapie angefangen und einmal bei uns in Spital und bei 2 anderen Physiotherapeuten privat. Das heißt, ich habe mindestens 3 Mal in der Woche Physiotherapie gehabt und habe noch zusätzlich ein bisschen was falsch gemacht, was wieder in die Hosen gegangen ist. Aber eigentlich habe ich mich, ich war im Krankenstand, habe ich mich ständig mit meinem Körper beschäftigt und habe irrsinnig viel Stabe gemacht und habe wirklich geschaut, dass ich irgendwie wieder zurückkomme. Genau, und das ist halt halbwegs gegangen. Ja, bist du dann eigentlich auch, wie bei allen deinen Tiefs, eigentlich auch wieder stärker rauskommen, oder? Weil zumindest das, was ich immer höre von Leuten, die jetzt auch Kreuzbandrisse oder so irgendwas haben, dass durch dieses sich zum ersten Mal auch mit intensiver mit Stabetraining und regelmäßiger vor allem mit Stabetraining sich beschäftigen, dass die eigentlich stärker zurückkommen, als sie
in die Krankheit gegangen sind. Der Peter freut sich in den Stabeltraining. Ja, ich liebe es auch. Und ja, bin stärker zurückgekommen, solange ich Stabeltraining gemacht habe. Kurz vor dem Race Around Austria sind ja die Einheiten länger geworden und das Training intensiver. Und dann habe ich irgendwie so die Lust drauf verloren. Und es ist immer so, man macht ganz brav das, was an hilft, aber was man nicht gern macht, solange man Schmerzen hat. Und sobald man keine Schmerzen mehr hat, denkt man sich, naja, passt ja eh. Und irgendwie vergisst man von Jahr zu Jahr drauf, warum man keine Schmerzen mehr hat. Und den Gedächtnisverlust habe ich auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ja, das kenne ich. Da habe ich eine weitere Anwendung für den Peter. Der Peter kommt einfach regelmäßig, so alles halbe Jahr wird vorbei, tut er einfach mal wahnsinnig weh. Und dann hast du wieder Motivation zum Stabeltraining. Ja, also man hätte drei wichtige Aufgaben als Betreuer schon. Der Feeder und Bringer of Pain, oder was? Ja. Gibt gebrauchte Schuhe, was andere. Wobei, wenn ich mir die Aussagen von deinem Betreuer anhöre, dann tust du mal gescheit Radl fahren, also so. Die sind durchaus auch recht resch und motivierend. Ja, sie sind einfach zum Verstehen, weil um das geht es ja. Meistens ist es so, dass ich kognitiv noch weniger auf der Höhe bin wie jetzt, weil jetzt lerne ich ja nie Sachen und nachher verstehe ich nicht einmal Sachen und dann meistens wirklich ganz einfach sein, die Angaben. Ja, bemühe dich halt ein bisschen. Ja. Aber du warst ja dann, das alles gipfelte ja dann quasi in der Weltmeisterschaft, die in, ich habe es vergessen, Borrego Springs. Genau. Aber Borrego Springs. Und zuerst warst du ja beim Race Around Austria, warst du ja auch noch Zweiter. Ich sag mal, das haben wir genau, schon. Also, naja, das lange bin ich dann gefahren. Das war jetzt das lange. Und du hast ja gesagt, man geht stärker hinaus und ich bin stärker hinausgegangen, also meine Core-Stabilität oder Muskulatur war dann nicht mehr so stark, weil ich dann wieder aufgehört habe mit dem Körperstabi, aber ich bin vor allem mit einem starken Geist rausgegangen, weil es war so, dass ich ja gewusst habe, Schirmersnack, Obacht, weil ich mir da zumal schon einen Stiffneck gekauft, also das ist so ein Halskrause, ein ziemlich unangenehmes Plastikteil, was die Notärzte verwenden. Nur da zumal habe ich mir gedacht, bei 1500 Kilometer braucht das kein Mensch, ja, und habe das daheim lassen und der mir aber so aber mitgenommen. Also gelernt, wirklich, und der mir aber wieder ein Schirmersnack entwickelt. Und es war dann so, dass wir den Stiffneck aufgegeben haben und der ist irrsinnig unangenehm, weil der ist eigentlich gedacht für einen Transportunfall zum Krankenhaus. Also Krankentransporte sind das, was du quasi den Hals quasi ein bisschen, ich glaube sogar streckst. Genau. Also dass du nicht zusammensacken kann und du kannst da quasi nicht links, rechts irgendwo hinschauen, sondern du bist wirklich fixiert in dieser einen Position. Genau, man schaut nicht mehr, außer geradeaus. Und man Druck am Brustbein und vor allem am ganzen Unterkiefer, weil da das Gewicht vom Kopf quasi aufliegt. Ja, aber ist es für die Position, also ganz blöd, Zwischenfrage, ist es für die Position überhaupt gemacht, weil normales liegen Menschen, die das Stiffneck oben haben, am Rücken. Und du fährst aber mit dem Gesicht nach unten und nicht umgekehrt. Also ist es dafür gemacht, dass du eigentlich den Druck dann auf dem Kinn hast? Nein, das macht es ja sehr unangenehm. Okay. Es war halt so, ich habe wieder einen Nackenschmerz gekriegt, der mir deutlich später erst im Kühlte. Und Schmerzmittel haben nichts geholfen und dann habe ich schon gewusst, oh je, es fängt schon wieder an. Und dann habe ich den Stiffneck aufgegeben und auf einmal waren die Schmerzen weg, weil die Muskulatur quasi nicht mehr arbeiten hat müssen, die Nackenmuskulatur. Ja, da bin ich mit den Stiffneck gefahren, dann haben wir das nächste Problem gehabt. Ich habe den Kopf ja nicht bewegen können und wie trinkst du dann einen Schuh? Das geht nicht. Flaschen gehen, aber in Schuhe nicht. Und somit haben meine Betreuer dann Real organisieren müssen und habe das halt aus einem Real geschlürft. Bei allen Radlfahrern, wo man vorbeifährt, oder dann sind wir gefahren, wie heißt das, vor der Silvretta, die Ortschaft,
habe ich leider vergessen. Da sind viele Kaffeehäuser halt davor. Und wenn man dann mit einem Stiffneck als Radlfahrer vorbeifährt, dann gibt es ein irrsinnig gutes Bild ab. Und es war sehr unterhaltsam für alle, wo ich vorbeigefahren bin. Die haben das wirklich nett gepackt. Und für uns war es halt auch unterhaltsamer, weil ich schon so arg geschaut habe, die Leute. Und ich habe sie ja nicht gesehen, weil kann ich nicht links oder rechts schauen, aber ich habe sie immer gehört über den Funk, wie sie alle hinten abfahren. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin einmal mit einem Freund, mit dem Jordi, sind wir mal die Nacht durchgelaufen und da sind wir bei der Sophienalpe vorbeigelaufen. Und da war gerade oben bei der Sophienalpe irgendein Clubbing. Da war es 3 in der Früh und die waren alle, so wie sie ausgestattet, nicht mehr ganz her ihrer Sinne. Und plötzlich kommen da 2 Verrückte mit der Stirnlampe vorbeigelaufen. Also wir waren verwundert, dass da Leute sind und die waren verwundert, dass da plötzlich 2 Leute mit der Stirnlampe daherkommen. Das war stelle ich mir sich ganz so lustig vor, aber irgendwie so ähnlich. Ja, es ist außerirdische Sichtung. Ja. Ja, und jedenfalls dann das verschiedene Joch, also Vorarlberg wieder zurück, hat mich dann ein Radlfahrer gefragt, ob er mit mir mitfahren darf, ob ich mit den Sternen, und ich sage so, nein, fahr halt mit, und habe ihn Stiffneck halt oben gehabt, und der fragt mich dann so über das Radlfahren und dass er schon immer weit Radlfahren wollte, und da zählt mir halt so ein bisschen was für ihn, und ich sage, naja, dann fange halt einfach mal mit den 600 Kilometer an, und dann reden wir halt so, und dann sage ich so zu ihm, du, aber eigentlich, das ist alles gar nicht so wild, wie die Leute immer sagen, fahr einfach. Und auf einmal höre ich voll das Gelächter über den Funk, weil ich vergessen habe, dass ich den Stiffneck die ganze Zeit oben habe. Und das Bild muss halt göttlich gewesen sein, da fahre ich mit einem Stiffneck und sage, das ist ja gar nicht so wild, fahr halt einfach. Ja. Der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, ich höre, was du sagst, aber irgendwie, das, was ich so sehe neben mir, na, das passt nicht hundertprozentig. Ja, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Ich weiß nicht, wer das war, der hat sich ja nicht mehr gemeldet, blöderweise. Mich würde jetzt echt interessieren, was er sich gedacht hat. Ja, also wahrscheinlich ist besser, wenn es nicht heißt. Wenn er uns zuhört, mein Zeichen. Ja, aber auf jeden Fall hat er sich mehr gedacht als ich in der Situation. Wahrscheinlich nicht schwer. Wie funktioniert das, wenn, weil du gesagt hast, du bist über irgendein Joch drüber gefahren, mit dem Stiffneck geradeaus fahren, stellen wir ja noch okay vor. Aber, also ab Bergstraßen, wenn du keine Bewegung im Hals hast, ich meine, du kannst die aufsetzen, I guess, ja. aber das war's, weil viel mehr Möglichkeiten, also du kannst ja nur ganz Körper, also das ist wie wenn's komplett einen steifen Nacken hast, du also, das ist ja bergab scheiße. Bergab ist jetzt Problem, bergab fahren ist immer das Problem, weil ich ja im Kopf nicht dran kann und somit quasi keine Kurventechnik anwenden kann, also ich sehe nur einen Teil von der Kurven immer. Ja, da siehst du nicht das einmal, wann die Kurven anfangen. Nein, ne, ungefähr, ja, also man kann es ungefähr hinschätzen, aber ich kann jetzt nicht die Kurven entlang schauen, also ich war es ja eh schon gewohnt vom Jahr zuvor, viel mit den Augen rollen, aber die ganzen Kurven geht halt nicht. Irgendwann sind da biologische Grenzen vom Augenrollen gesetzt. Ja, genau, also da wünsche ich mir manchmal schon, dass meine Augen seitlich waren, wie bei einem Chamäleon oder so. Es wäre weitaus einfacher mit meinen körperlichen Beschwerden. kann man das ins Ziel geradelt? Stimmt, du bist ins Ziel geradelt und Zweiter geworden, aber ich muss noch ein bisschen auf dem Knack herumreiten. Und zwar, gibt's nicht dafür auch irgendwie... Ich würde jetzt sagen, okay, wenn du die richtige Musik hörst, dann geh einfach 4-mal im Monat auf ein Konzert beim Headbanger und trainierst das Knack. Aber gibt es da nicht irgendwie auch Übungen dagegen, also für Weitradlfahrer, dass man sagt, weiß ich nicht, dass man das verbessern kann, wie wenn man bei der Physio ist? Ja, also mein Trainer hat gesagt, es gibt Leute, die haben so eine Nackenmuskulatur wie ich, also keine, und haben's. Oder es gibt Leute, die haben einen Stiernacken und kriegen's auch. Okay. Und es gibt keinen, der es bis jetzt 2-mal gehabt hat, bis auf mich. Das heißt, ich bin jetzt schon ein Sonderling. Und jetzt würde ich schon irgendwas probieren, dass ich vielleicht heuer, also nächste Saison nicht kriege. Ich habe auch sehr, für Weitradlfahrer, sehr aggressive Position am Zeitfahrer. Und es tritt eh erst relativ spät immer auf. Mhm. Das heißt,
24 Stunden, 40 Stunden kann ich schon so fahren, dann wird es meistens ein bisschen kritisch. Ich bin dann als Zweite ins Ziel gekommen, aber die Geschichte geht noch weiter. Die wird noch recht interessant, nämlich. Mir hat es dann wieder mal einen Stecker gezogen, der mir kurz vor Innsbruck, das heißt, ich habe mich dann nicht mehr auskennt. Ich kann mich erinnern, es war finster, es war eine gerade Straße und ich mir immer gedacht, warum schicken mich meine Betreuer auf so einer geraden Straße im Burgenland immer dieselbe Straße auf und ab? Und ich wollte dann nicht mehr Radl fahren, mir war kalt und jetzt, wo ich wieder stehenblieb bin, haben sie geschrien, fahr weiter. Und ich habe dann schon gewusst, wenn ich, also ich habe irgendwie so mich selber Radl fahren gesehen und habe gewusst, wenn ich jetzt wieder stehen bleibe, schreien sie mich sicher an. Und ich bin dann stehen geblieben und sie haben mich wieder angeschrien. Und habe gewusst, na, habe ich recht gehabt. Und es ist halt ständig so weitergegangen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass neben mir schon mein Betreuer gerannt ist und ich gar nicht mehr reagiert habe auf das, was er sagt. Und er hat mich schon immer halten müssen, damit ich nicht im Stehen umfliege. Und dann haben sie mich schlafen gelegt und der mir aber lang. Nach 2 Stunden haben sie mich aufgeweckt, die ich mich nicht auskennt. Und dann haben sie mich nochmal niedergelegt, 1 Stunde. Und wie sie mich aufgeweckt haben, haben sie gefragt, naja, willst du Radl fahren? Und ich habe dann gesagt, ja. Und er sagt, na, dann steh auf und du gehst Radl fahren. Und wir haben dann habe ich gefragt, in welcher Position ich bin. Und dann haben sie gesagt, ich bin aber schon Dritter und 80 Minuten hinter dem Zweiten. Und das war total schrecklich für mich, weil geistig habe ich mich darauf eingestellt, dass ich bei den Rennen Zweiter werden kann, hinter dem Sebi Michael Schläger, weil ich gewusst habe, der ist heuer richtig gut. Aber Dritter wollte ich auf keinen Fall werden. Und dann habe ich halt zum Rennen angefangen, weil ich das gar nicht gepackt habe. Und ich habe gewusst, okay, jetzt bin ich 80 Minuten hinter dem Zweiten, an dritter Position. Ich kann nicht mehr am Zeitfahrer, wegen Stephen Knett, das geht einfach nicht mehr, weil man sieht dann nur in Asphalt. Ich kann nicht mehr in Aero-Position gehen und ich kann den Stiffneck nicht mehr tragen, weil mittlerweile, man muss sich vorstellen, jedes Mal, wenn ich was gerät habe, habe ich noch mehr Druck am Unterkiefer gehabt und das hat einfach schon so weh da. Ja, und dann habe ich mir gedacht, super, wenn ich es irgendwie noch ins Ziel schaffe, von Innsbruck heim, das, die über 300 Kilometer war schon super. Und habe ich halt ein bisschen eine Krise gekriegt. Und dann ist mir aber eingefallen, dass beim Race Across America mein Haber gegeben hat, der hat sich am Vorbau Pringles-Dosen aufgepickt und hat seinen Kopf so abgelegt. Und ich habe halt, ja, das hat sicher auch super ausgeschaut. Hat aber auch so auch gefinisht. Und ich habe mir dann aber gedacht, Pringles-Dosen habe ich keine, aber ich habe eine Hand. Und dann habe ich mich so abgestützt am Aufleger und habe mit der anderen Hand den Lenker gehalten und habe so die Keiner-Position entwickelt und bin so, also die war, ist wirklich aerodynamisch, die ist meiner Meinung nach aerodynamischer als eine normale Zeitfahrtposition und bin so 300 Kilometer gefahren bis ins Ziel und habe, ja. Diese Zeitfahrpositionsgeschichten, also das war ja zwischenzeitlich, also soweit ich das verfolgt habe und das ist nur echt so am Rande, war das ja zwischenzeitlich wirklich so super, super aggressiv, ganz weit unten. Und wenn man sich jetzt diese Triathlon-Zeitfahrradl-Geschichten alle anschaut, die haben ja jetzt mittlerweile einen recht hohen Aufbau, also die haben so diese Selbstmordlenker unten, wo die Bremsen drauf sind. Und dann ist das ein Aufbau zu dem, wo sie nachher die Hände drauf haben, ist ja eigentlich mittlerweile wieder weiter oben, oder? Mhm. Also, ja, genau, das hat den Grund, wenn du eine super, super orientierte Position hast, dann hemmst du die Server in der Flexibilität von der HWS, von der BWS und von den Schultern und dann sitzt am Radl wie ein Erdmännchen. Das heißt, du hast den Kopf ganz hoch und hast den Kopf komplett in Wind und das ist super, super unaero und du stehst voll im Wind und mittlerweile hat man begriffen, man sollte relativ kompakt auf dem Radl sitzen, sprich die Hände nicht weit unten, sondern eher zum Kopf hin, dass man quasi irgendeine runde Form in Wind darstellt also und ja so, keine Segelflächen haben. Also so Bullet Position, also wenn du ja, okay. Richtig, richtig. Weil wenn du wie ein Erdmännchen da hängst und dann die Hände quasi nicht angewinkelt zum Kopf hin hast, sondern gerade, nachher hast du ein super Segel, der Oberkörper ist dann einfach ein Segel. Okay, dann ist der TW wird im Arsch. Genau. Okay. Kurz gesagt. Okay. Okay. Na,
Genau, und dann habe ich die Keiner-Position quasi erfunden, unter Anführungsstrichen, die Aero-Position schlechthin. Es gibt keine schnellere. Ich habe es nur noch nicht messen lassen, aber ich bin überzeugt. Und habe nachher noch den zweiten Platz gemacht und habe aber in Dominik Meierhofer nochmal, ich glaube, fast eine Stunde abgenommen. Das heißt, ich habe die letzten 300 Kilometer zweieinhalb Stunden gut gemacht. Was und das, wo du deinen Kopf noch elegant auf einen Arm auflandst, also so wie man halt auf der Couch herumliegt. Ja. Das ist ja richtig brutal. Und da sehe ich jetzt aber schon eine große Symbiose, weil wenn wir jetzt unsere Superkompensation, die natürlich auch höchst wissenschaftlich bestätigt wurde, und deine Aerodynamikposition vereinen, also das geilste Limit, also dann weiß ich, dass... Ja, da kannst du der Straße beim Rahmen aber anziehen. Ja, aber auch ganz warm. Ja, richtig. Das erste Mal Sub-6-Tage. Bei der Keiner-Position gibt es nur ein Problem, was ich dann nachher im Urlaub nach dem Rennen gleich festgestellt habe. Ich habe auch die ganze Zeit, ich habe noch Schuhe im Bordbicken. Also sprich, das sind Schuhe, wird ja härter als Beton. Das weiß nur keiner, sonst hätte es ja schon längst die Bauindustrie verwendet. Und ich habe mir gedacht, das sind so ja Schuhe-Bräsel, dabei hat sie im Urlaub vom Kind die ganze Haut wirklich Millimeter, also Zentimeter dick abgelöst. Das war super unangenehm. Mhm. Ja, aber schon, da hast du das erste Problem. Einfach nachher keinen Urlaub machen, dann hast du das Problem nicht. Einfach weiter trainieren. Ja, einfach weiter trainieren. Ja. Aber du hast dann ja auch weiter trainiert, weil dann bist du ja eben noch in die USA gegangen zu dieser 24 Stunden Einzelzeit vor Weltmeisterschaft. Wie stellt sich sowas überhaupt dar? Das ist ja nicht Bauernradfahren, was du im Kreis gurkst, 24 Stunden, oder? Nein, das ist quasi ein 24 Stunden Rennen wie bei uns, aber ohne Windschatten fahren. Und deswegen war es für mich so spannend, weil bei uns die 24-Stunden-Rennen immer mit Windschatten fahren ist. Und man natürlich, wenn man dann ein Freund einlaut, quasi, dass die führen fahren, kann man sich dann einen richtigen Vorteil verschaffen. Mhm. Und da kommt es wirklich auf die eigene Leistung an. Ist das ein Rundkurs von einem, weiß ich nicht, wie lang ist das? Also ist das ein Straßenkurs? Oder ja, genau. Ist es ist ein 29 Kilometer Rundkurs. Okay. Aber ohne Verkehr. Es ist Ultracycling, da gibt es nichts ohne Verkehr. Also mit Verkehr, perfekt. Genau. Es ist sind schlechte, also wie bei uns, so richtig schlechte, raue Straßen, nur dass da noch Schlaglöcher dabei sind. Das heißt, man hat 24 Stunden ganze Mikrovibrationen und so circa alle 15 bis 20 Sekunden einmal einen Schlag gefunden. Das macht es auch sehr spannend. Gut, das ist Amerika, das ist, was Infrastruktur betrifft, ein Entwicklungsland. Ja, wirklich, ich war auch sehr erstaunt. Und zusätzlich, ich habe das nicht gewusst, wenn der Asphalt so rau ist, dann ab ca. 40 bis 50 km/h fängt es voll zum Brüllen an und es wird richtig laut, man hört das unter dem Zeitverhelm auch. Und es war mir mein eigenes Fahrgeräusch viel zu laut, desto schneller ich geworden bin und gleichzeitig fahren noch dicke amerikanische Autos vorbei und die sind richtig laut und die letzten 4-5 Stunden, ich habe schon so einen Zug ausgekriegt von dem ganzen Lärm ständig, das war richtig, richtig unangenehm. Die Organisation zusätzlich ist auch amerikanisch, um es nett auszudrücken. Die Pitzone ist 20 Meter lang, in einen Grasverkehr integriert, der Grasverkehr ist groß, so wie wenn wir von der Gegend ist, der in Schrick draußen, das ist ja der größte Kreisverkehr Niederösterreichs. Und ja, genau. Und der was so neben der Autobahn aber ist. Das ja, ist genau. Ja. Ja. Und so groß ist der in Borrego Springs auch mit einer Laterne gegenüber von der Pitzone. Das heißt, das ist recht finster und wir haben das natürlich gewusst, dank Straps. Und Max, die haben uns das erzählt und dann war die Frage, wie erkenne ich meine Betreuer und die haben rosane Blinklichter von mir schon gekriegt in der Hoffnung, dass keiner die gleiche Idee hat, damit ich es finde und ich habe mein Vorderlicht, kann ich auf grün umschalten und somit habe ich vorher auf grün umgeschalten, dass die wissen, ich komme. Und zusätzlich hat der Veranstalter vorher eine Hürde noch eingebaut, man darf keine Flaschen wegschießen, man muss den Betreuer übergeben. Jetzt haben wir das Problem gehabt, 20 Meter Zone,
die Betreuer dürfen auf keinen Fall die Pizza und verlassen wir sonst das der Problem, weil Amerikaner sind sehr streng in gewissen Sachen. Das heißt, ich habe die Flaschen übergeben müssen, dann eine Schule geschwind nehmen, so schnell wie es geht, auf Ex trinken, eine neue Flasche entgegennehmen und wieder rausfahren und das eigentlich jede Runde. Oh, du bleibst stehen. Also im Fahren geht das nicht, oder? Oh ja. Man rollt in 20 Meter? Es ist wirklich spannend, dass das geht. Trainiert man das? Nein, man erfährt zuerst am Renntag, dass das auf einmal Flaschenweg an nicht mehr geht. Also. Das sagt der kurz vorher. Macht es auch spannend. Mir ist dann was ziemlich Lustiges passiert. Ich habe dann irgendwann war ich unaufmerksam und es war schon, man startet ja um 5 Uhr am Abend und fährt dann in die Nacht rein. Und es war dann schon wieder tags und ich habe meinen Betreuer was sagen wollen, habe gleichzeitig die Flaschen genommen und die haben die Pizza und so mit Hurtel abgesteckt und haben die recht eng gemacht. Und ich bin dann immer langsamer geworden, weil ich ja noch was gesagt habe. Und hab dann irgendwie so in Richtung das Gleichgewicht verloren, bin in die Hurt alleine und mir hat's im Stehen umgehauen. Und dann bin ich halt aufgestanden in Ruhe, hab das Schuhlef weggetrunken und hab eingeklickt und bin weitergefahren. Und dann auf einmal hat die komplette Menge, was dort war, voll zum Jubeln angefangen. Und ich hab mir gedacht, Alter, was ist denn mit denen jetzt da? Applaudieren die, dass ich weiter vor oder was ist mit denen? Oder wegen meinem Deppenbonus, wegen der Schuheinlage? Und dann haben die wirklich applaudiert, weil ich weitergefahren bin, aber ich habe mir gedacht, glauben die, dass ich dann aufhöre zum Radlfahren, nur weil ich im Stehen umfliege? Das war halt total surreal. Ja, der Riesenleistung, das muss man auch akzeptieren. Ich meine, es war halt wirklich typisch amerikanisch. Da war so viel Jubel hat es nicht einmal gegeben, wie ich dann das Rennen gewonnen gehabt habe. Aber passiert diese Weltmeisterschaft, weil du gesagt hast, du hast das gewusst schon vom Straps, ist das immer dort, die Weltmeisterschaft, oder ist es so einmal dort, einmal da, einmal da und kommt wieder retour? Nein. Die 24-Stunden-Weltmeisterschaft ist eigentlich immer dort. Aber es ist komisch, sagen wir so, weil es sind zum Beispiel auch Liegeräder erlaubt und die Liegeräder sind nicht so schnell unterwegs und da hat es in Ralf in die Seviscore aus dem Rennen dann genommen, weil mir ist auch passiert, auf den Boden geschaut und wollte halt super Aero sein und fahre und dann hebe ich den Kopf und schaue vierer. Auf einmal ist ein Liegerad vor mir und ich habe gerade noch ausweichen können und in Ralf ist es einmal so gegangen, nur der hat nicht mehr ausweichen können und ist den hinten reingefahren und hat sich Schlüsselbar gebrochen und deswegen ist er dann aus dem Rennen genommen worden. Okay. Oder hat sich selber aus dem Rennen genommen und das war eigentlich total spannend gewesen, weil da zum Beispiel beim Glocknermann hat er mich noch einpackt und hat es gewonnen und der Mal war so ein ziemliches Duell geworden, weil wir waren nach 7,5 Stunden noch immer circa ein paar Sekunden nur auseinander und es war echt spannend, aber ja, das ist halt leider nicht passiert. Zwei Fragen gleich dazu, wenn du sagst, es ist eine Einzelzeit von und du darfst nicht Windschatten fahren, ist es gleich oder ähnlich, wie das jetzt bei heute irgendwelche Triathlon-Veranstaltungen ist, dass du sagst, hey, du hast irgendeine Aero-Box und wenn du, weiß ich nicht, N Meter hinter whosoever bist, dann musst du ausscheren um tralala Meter und dann innerhalb von sowieso Sekunden an dem vorbeigehen oder sonst irgendwas, weil wenn du sagst, nach 7 Stunden warst du ein paar Sekunden auseinander. Also, du kannst dich ja nicht permanent um 100 Meter überholen und wieder zurück überholen. Ich meine, du wärst ja deppert. Na, da hast du vollkommen recht. Ich stehe im Reglement, nur es war so, es gibt verschiedene Startwellen und der Ralf war in einer Startwelle vor mir, also in der ersten und ich war in der zweiten. Der waren 1 Minute oder so Unterschied und somit hat sich die Frage nie ergeben. Und das hat mich eigentlich echt geärgert, weil ich mir dachte, die Amerikaner, schauen sie denen nicht an, was ich gefahren bin in meinem Leben, warum stecken wir die in die zweite Startwelle? Und dann haben wir so teamintern immer gesagt, denen zeig mal, wie man gescheit Radl fährt. Ja, aber so gesehen ist es eh gut, weil wenn es die Leute gleich schnell sind, in die gleiche Startwelle, dann, ich mein, dann hast du genau das Problem, dass du quasi einer muss nachgeben oder andrucken, nur damit es nicht dir gegenseitig im Weg stehst und dann vielleicht werden beide disqualifiziert, weil es irgendwie deppert in der Nähe sind voneinander.
Vollkommen richtig. Anfänglich habe ich mir auch geärgert, jetzt im Nachhinein verstehe ich es, warum sie es gemacht haben. Mhm. Also sie haben sich schon was dabei gedacht. Also sie haben sicher, ich weiß nicht, ob sie recherchiert haben, aber ich weiß, dass einer der Straps eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, wem soll er ein Auge behalten sollen. Mhm. Ist eigentlich kannst du es mittlerweile als Ehre sehen, dass sich in die zweite Startwelle reintun haben, weil sie dich für ebenbürtig gehalten haben. Ja. Offensichtlich, ja. Scheint so. Und was ich auch nicht verstehe ist, also Liegeradl, wir sollten ja, in meinem Kopf zumindest, aerodynamisch, wir sollten ja eigentlich super geil sein. Ja, aber du weißt, ein Radl ist immer so schnell, wie der Fahrer treten kann. Achso, ja, aber jetzt, es hat jetzt der, die Liegeradl haben jetzt keinen Nachteil aufgrund der Bauweise. Nein, es ist, aerodynamisch sind sie definitiv schneller. Okay, aber, das heißt, wenn du jetzt da in einem Liegeradl warst oder der Straps und ihr kennt das auch gescheit in dieser Position quasi oder hättet es geübt und die Muskeln würden das hergeben, wäre das jetzt kein Nachteil? Nein, es war definitiv ein Vorteil. Okay, Wir waren sicher schneller. Okay. Genau. Aber es hat auch irgendwie, arg, dass die zusammenfahren, weil, wie du sagst, ich meine, du hast mit Verkehr zu kämpfen, aber das Autos sind groß, die hörst irgendwie, die nimmst irgendwie relativ gescheit noch wahr, aber diese Teile, die dann halt wahrscheinlich für dich in einer blöden Position sind, weil du auch gesagt hast, du hast es nicht gesehen, stelle ich mir fast als größeres, dann eben, wie du sagst, eben das knapp ausgewichen, fast sogar größeres Sicherheitsrisiko da ist als die Autos, oder? Definitiv, ja. Stell mir das so vor, wie wenn du sagst, du machst einen 24-Stunden-Lauf und dann machst gleichzeitig einen 24-Stunden-Inlineskate. Wettkampf, was sagst du, kannst machen, ist aber halt auch noch 15 Stunden ein bisschen scheiße. Ist richtig, also jeder, mit dem ich geredet habe drüber, versteht das nicht, warum die zugelassen sind. Also wir sind alle eigentlich unisono der Meinung, dass es eigentlich gefährlich ist. Mhm. Okay. Ja, aber du warst ja dann relativ erfolgreich. Es war irgendwie so, was ich in irgendeinem Bericht, glaube ich, bei der Nenner so gelesen habe, war ja so 850 Kilometer war so, glaube ich, das Ziel war so, wenn du gut drauf bist, das hättest du gerne erreicht. Richtig. Ja, ich habe dann, meine Leistung ist ziemlich stark abgefallen, mit denen habe ich nicht gerechnet, dass es so stark abfällt. Dann war der Ralf weg. Und dann habe ich gewusst, mein geheimes Ziel, was noch immer geheim ist, da nicht erreicht, also schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich Motivationsprobleme halt auch noch gehabt, weil ich gewusst habe, der Ralf ist weg und der dritte oder dann der zweite war schon über 50 Meilen hinter mir. Und dann habe ich mir irgendwie schwad, aber ich habe nur mehr Radl fahren müssen, egal wie schnell, und es geht sich aus, dass ich es gewinne. Also im Endeffekt das Problem, was der Straps gehabt hat mit dem Schweizer. Mit dem Reto Schach, ja. Mit Schach, wo beim Rahmen gefahren ist und gesagt hat, okay, der steigt aus. Puh, wieso fahre ich jetzt eigentlich noch weiter? Weil, also ich wollte eigentlich gegen den gewinnen und jetzt da, jetzt ist das weg. Und bei dir ist der andere auch weg. So, scheiße, was mache ich? Ja, viel zu schnell ausgelegt, genau. Ja, und irgendwie haben sie dann mit Max, also mit meinem Trainer, immer Kontakt gehalten. Und der hat dann gesagt, es gibt noch keinen außer den Straps, der mehr als 850 Kilometer geschafft hat. Und dann haben sie gesagt, welche Durchschnittsgeschwindigkeit die fahren sind. Und am Anfang war es, wir haben halt schon die Füße und alles weiter. Und für mich war das dann nicht greifbar. Und irgendwie habe ich nach einer Stunde irgendwie gemerkt, nein, das geht schon, meine Rundenzeiten passen ja. Und dann habe ich meiner Crew gesagt, nein, die 850 gefahren schon, passt schon. Und ja, dann bin ich schon gefahren. Aber dann habe ich 856 gehabt und hätte eigentlich noch Zeit für eine Runde gehabt, also für 6 Kilometer oder vielleicht sogar 12. Aber irgendwie war das in meinem Kopf dann schon so abgeschlossen, okay, ich habe über 850, ich lasse es und habe dann halt 20 Minuten früher aufgehört. Ja, vielleicht jetzt im Nachhinein gesehen, ärgere ich mich nicht, ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr gefahren bin, aber es wäre schon möglich gewesen. Damit man sich das vorstellen kann, wie viel km/h sind das, die man da fahren muss, damit man 856 Kilometer in 24 Stunden fahren kann? Also in Bewegung habe ich 36,5 Schnitt gehabt. Okay. Also in 23 Stunden 40 oder so waren das. Was in Bewegung war. So, aber wenn du das so denkst, also wenn jetzt irgendwer sagt, 36 km/h oder so im Schnitt fahren, auch für lang,
geht, okay, aber auf der Bahn ist es wahrscheinlich okay. Nur wenn du sagst, du hast Verkehr, du hast einen scheiß Asphalt, du hast sicher nicht null Höhenmeter, sondern wahrscheinlich ein paar sind sicher drinnen, weil ein paar sind auf der Straße halt immer drinnen. Du hast eine Pizza und du musst stehen bleiben, also Wind. Du hast einen Wind, also das ist dann, das ist nach über 24 Stunden sicher eine Gaude und ich weiß nicht, wie es dort wettermäßig um die Jahreszeit ist. Ja, also um das Pferd aufzusatteln, tagsüber haben wir 28 Grad gehabt mit dem Starter und ich bin um 17 Uhr gestartet, um 18 Uhr wird es dunkel und dann war die Frage, okay, was ziehst du dann, sobald die Sonne weg ist, war uns klar, jetzt ist gleich kalt, weil wir waren 5 Tage früher vor Ort in der Wüste, damit wir quasi uns akklimatisieren, uns das ganz genau anschauen, uns anschauen, wie verhält es sich in der Nacht, damit wir halt wirklich top vorbereitet sind, weil ich fliege nicht durch die Welt und bin 22 Stunden unterwegs bei der Anreise schon und dann mache ich das nicht ganz genau. Mit wie viel Leuten bist du da angereist eigentlich? Mit 2 Betreuer. Und die ganzen Kosten habe natürlich ich getragen, weil die haben sich eh Urlaub genommen und dementsprechend teuer war das und dann muss das wirklich passen. Aber ist es überschaubar jetzt im Gegensatz zu einem RAM oder einem Racer Grand Austria oder was auch immer, wo du wirklich ein, zwei Betreuer Fahrzeug hast? Ja, genau. Ja. Also bei einem Racer Grand Austria habe ich 7 Betreuer in der Regel mit und da 2. Also ist, wie du sagst, überschaubar. Und jedenfalls in der Nacht wird es immer dann eiskalt und dann war die Frage, was ziehst du an, damit ich nicht in der Nacht noch extra stehen bleiben muss. Und dann habe ich immer extra einen Aero-Anzug machen lassen vom Roberto und darunter wäre ein Netzleiberl angehabt, weil ich gewusst habe, okay, das hält man so aus und schlimmstenfalls muss ich mir Westen anziehen. Dann habe ich Knielinge schon angehabt und so Zehenwärme und so bin ich halt gestartet. Und es ist dann relativ schnell kalt geworden und circa am 11 auf die Nacht, da hat es so 12 Grad gehabt, habe ich mir dann lange Handschuhe angezogen und es ist dann sukzessive kälter geworden und der kälteste Zeitpunkt war 7 in der Früh mit 2,5 Grad. Und ich habe schon mitten in der Nacht die Flaschen immer greifen können, weil mir die Finger so eingefroren sind. Und ich habe halt gewusst, naja, nochmal stehen bleiben oder stehen bleiben im Allgemeinen bringt nichts, weil ich habe ja nicht mehr Mesh mit. Ich habe keine Handschuhe mehr mit, also muss ich weiterfahren. Am Körper war man gar nicht so kalt. Es ist mit den dünnen Schicht erstaunlicherweise bis 2,5 Grad gut gegangen. Also es war schon frisch, aber es war jetzt nicht nett zum Aushalten. Ganz, ganz blöde Frage nochmal zwischen. Als Läufer, ich muss immer so depperte Fragen stellen, weil ich beim Radfahren halt echt keine Ahnung habe, außer ich fahre die Firma. Und zwar, wenn du auf einem Zeitfahrrad umhockst, immer in derselben Position. Ich meine, dass da die Finger angefrieren, ist mir völlig klar. Weil du bewegst sie ja nicht einmal. Genau. Und lange Handschuhe, nehme ich jetzt einmal an, dass es einfach Handschuhe sind, die weiter aufgehen bis zum Ellbogen oder was auch immer. Nein, gar nicht. Die gehen nur bis zum Handgelenk, aber lange okay. Im Sinne von bedecken die ganze Finger. Ah, ach so, du meinst jetzt keine fingerlosen Handschuhe. Okay. Ja, genau. Aber was mich am meisten wundert ist, ich meine, du hast ja für die Schuhe hast du ja diese Überzieher theoretisch, weil die Schuhe halt beim Radfahren auch arschkalt sind. Aber wenn du in dieser Aero-Position fixiert bist, warum haust du da nicht oben drüber sowas, ich meine, ein Heizdecken jetzt nicht gerade, aber einfach irgendein Drum, das man da vorne drüber ziehen kann, weil aerodynamisch mir ist es wurscht sein, aber du hast den Wind nicht auf die Finger. Ja, das ist schon gute Idee, jetzt habe ich kurz an einen Müllsackel gedacht, weil ja, du hast auch kein Wind durch. Oder Moretex Dingsbums, also so wie es das über die Schuhe ziehen würdest, nur halt über beide Hände und du kannst halt nach hinten rausnehmen. Ja, wie kommst du wieder rein? Du musst schnell umgreifen, manchmal beim Bremsen, wieso Flaschen bremsen? Greifen und so. Naja, beim Grasverkehr. Du sollst schnell fahren. Das ist nicht Bremsen. Wenn du aufs Bremsen verzichtet hättest, dann wärst du vielleicht auch über 900 Kilometer kommen. Aber nein, das ist richtig. Du hast doch mal gescheit Radl fahren. da musst du in einen Lauf-Podcast kommen, damit du da anhören kannst, immer gescheit Radl fahren. Die Bremsen habe ich gebraucht, weil auf der Strecke gibt es eine Stopptafel.
Auch sehr spannend. Okay. Da steht und Amerikaner und Stopptafel. Ja, genau. Und alle müssen stehen bleiben, egal wo in der Seite es kommst. Aber da steht natürlich einer, der wachelt. Nur, ja, manchmal habe ich dann einen blöden Guide erwischt. Da bist du hingekommen, hast von der Weide gesehen, es kommt kein Auto. Und du darfst nur drüber fahren, wenn der wachelt, also dass du drüber fahren darfst. Und du bist in einer Aero-Position und denkst da, wachel endlich. Und dann denkst du, der wachelt nicht, aber es kommt kein Auto. Gehst aus der Aero-Position und greifst nur außen am Lenker, dass du bremsen konntest. Und in dem Moment sieht er das und fängt an zum Wacheln. Denke ich mir, hey, danke. Das hat er total fleiß gemacht. Ja, absolut. Nur um seine Macht zu demonstrieren, dass er die Hosen anhat. Ja, das ist, wird das heißen, jeder soll in seinem Leben irgendwann einmal von irgendwas der Chef sein. Und wenn es nur das Wackeln ist. Nein, ich glaube, er hat sein Leben ausgekostet zu dem Zeitpunkt. Das war ja sehr genug. Aber ich bin wirklich fasziniert, dass wenn eine Weltmeisterschaft immer am selben Ort stattfindet, dass das nachher so weirde Regeln hat. Also das finde ich wirklich komisch. Ja, aber es gibt ganz weirde Laufveranstaltungen. Ich glaube, das irgendwann gehört es dazu und in gewisser Weise ist es auch halt eine Mentalitätsfrage. Die Amis haben da sicher irgendwie so ein bisschen einen eigenen Faible für das und ja, so sind es halt einfach. Aber das Ding ist, ich finde, bei solchen Sachen, das weiß man vorher oder das, wenn man dort quasi seriös antreten will, dann muss man solche Dinge auch vorher wissen, muss man sich das die Zeit nehmen, um das herauszufinden. Und da muss man mit den Regeln umgehen, weil sie sind ja auch für alle gleich. Also wenn richtig. Irgendwann Vorteil draus hat, muss sich eh jeder dran halten. Ja. Das stimmt absolut. Genau, eine Story habe ich noch, oder eine Story, eine Zahl, nach 13 Stunden bin ich einmal pinkeln gegangen und das war's auch dann. Schau, hast du was gelernt. Ja, du hast was gelernt, weil wenn du öfter pinkeln gehst, gewinnst du nicht. Richtig. Schau, je länger wir reden, desto mehr kommen wir drauf, dass du vielleicht doch manchmal aus deinen Fehlern lernst. Vielleicht nicht aus den großen Fehlern, aber zumindest aus ein paar. danke. Das war Stichwort, weil ja den Fehler vom Racerland Niederösterreich, aus dem ich ja gesagt habe, da habe ich nicht draus gelernt, jetzt kommt die Geschichte zur WM. Für mich war klar, ich will da mitfahren und ich habe auf die Homepage geschaut, aber nur auf die Homepage und da ist gestanden, ja, bis ich glaube März oder April zahlst du das vergünstigte Startgeld von $250. Und ich habe mir gedacht, wenn das bis April ist, dann kann ich mir irgendwann anmelden. Und ich bin denen aber auf Facebook gefolgt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt melde ich mich an. Und gescheit wie ich bin ich zuerst ins Reisebüro gegangen, habe Flüge gebucht und dann zurück aus dem Reisebüro wollte ich mich anmelden. Und auf einmal steht full ausgebucht. Und ich denke, das gibt's ja nicht, warum ist das full, das ist nirgends gestanden. Und dann schreibe ich in Straps und er sagt so, ja, das ist überall gestanden, das ist in Newsletter gestanden, auf Facebook ist ständig gestanden, gleich ausgebucht. Und ich habe Uri Panik gekriegt und habe gesagt, nein, kannst du nicht eine Mail hinschreiben, was wir vielleicht trotzdem nehmen. Dann zurück ins Reisebüro, stornieren, nein, geht nicht, das kannst du nicht mehr stornieren, die Flüge, das kostet. Ja, und dann habe ich den Veranstalter geschrieben, ob es nicht irgendwie geht, dass ich mitfahren kann, weil blöderweise halt die Flüge vorher bucht. Ja, und dann hat es geheißen, nach dem Ram schalten Slots frei. Und dann haben wir eben einen Slot gekriegt. Aber jetzt da schaue ich wirklich in Zukunft bei den Veranstaltungen vorher, ob es noch Plätze gibt, bevor ich einen Flug buche. Also Leute, folgt uns auf Instagram und Facebook. Das ist manchmal echt hilfreich. Newsletter haben wir keinen noch, aber schau, kommt vielleicht. Ich komme nochmal auf meinen Punkt zurück. Du brauchst einen Peter. Du brauchst einen persönlichen Assistenten. Mir passieren solche Sachen, auch nicht solche, aber nicht in dem Ausmaß, weil ich den Peter habe, der mich da an solche Dinge erinnert. Ja. Im Gegensatz dazu ruft er mich an, wenn er Probleme mit seiner Uhr hat. Das heißt, ich brauche einen technischen Assistenten. Ich bin halt ein technischer Assistent. Ich hätte eine gute Teststrecken, wenn du Probleme mit Kreisverkehre hast. 24 Stunden dulden. So viel Kreisverkehr wie du kriegst nirgends. Das war ein Test zum Augenrollen. Da kann ich Schirmers nicht simulieren. Aber Peter, ich glaube, ich werde echt auf dich zurückkommen und vor allem so Anmeldungen oder
oder Ernährung. Ich richte eine E-Mail-Adresse ein, weitradelanmeldungen@laufendendecken-podcast.at. Das Ofer höckert mich gerade. Okay. Das gibt dir nicht, Peter. Mit mir kann man es ja machen. Richtig. Du kennst mich schon, Peter. Ich verkaufe dich um ganz, ganz wenig Geld. Ja, ich weiß. Ich bin da ja flexibel. Ja, und Entschuldigung, ich will nicht reingrätschen. Ich bin nur fasziniert, weil du hast das Race Around Slovenia gemacht mit 46 Stunden, irgendwas in die Richtung. Du hast das Race Around Austria, das ist auch so um den Dreh, das sind 1500, auch, ja. Ja, auch so in die Richtung. Sonst hast du sehr viel 24-Stunden-Geschichten. Ich meine, das ist alles Weitradlfahren, definitiv. Ist es die Distanz, wo du sagst, das ist deins? Ist es das, was du sagst, da bin ich jetzt, ich will woanders hin, ich weiß nicht, ich will schneller, ich will länger, ich will, weiß ich nicht, weil beim Laufen ist ja auch so, dass es gibt Leute, die sagen, 100 Kilometer ist meins oder 60 Kilometer ist meins. Manche sagen, 100 Meilen sind meins und manche sagen, wow, pff, weiß ich nicht, bei 200 Meilen fängt die Welt erst an oder keine Ahnung. Mhm. Also hast du jetzt quasi deins gefunden oder bist du noch immer, dass du sagst, jetzt schauen wir mal, was da noch kommt? Also es ist so, dass ich schon noch längere Sachen erfahren will. Ich weiß, die kurzen funktionieren und das werde ich auch weiterhin fahren und ich will mal schauen, wie weit kann ich eigentlich fahren. Das heißt, du hast dein Ende noch nicht erreicht? Nein, also prinzipiell ist mein Ende erst, wenn es mir keinen Spaß mehr macht und bis dorthin probiere ich halt Sachen aus, scheiter weiter durch die Gegend und schaue mal, wo es mir hinbringt. Da muss ich aber sagen, also wenn es beim Weitradlfahren in Österreich auf der wahnsinnigen Skala ganz aufgewüsst, also du bist gerade in Österreich echt im falschen Land daheim, weil da sind echt super wahnsinnig unterwegs. Ja, ich weiß, also ich glaube, den Straps will ich nicht erblasen. Naja, dabei auch ich habe so, wie war das mit der Straps fährt halt von Ost nach West durch Amerika, andere fahren von Pol to Pol. Also sie fahren von oben nach Michi unten. Straße. Also wir sind ja alle nicht ganz frisch. Und der Fasching auch nicht. Also. Naja, der Fasching hat ja Europa den neuen Rekord gemacht. Richtig. Es ist schwierig, ein hartes Pflaster. Ja. Ich habe einmal bei einem Kalifornier in einem Podcast ein Interview gegeben und der hat eigentlich gefragt, was bei uns im Wasser drin ist, weil bei uns lauter so Wahnsinnige da sind. Das ist guter Bergwasser. Ja, das sage ich auch die ganze Zeit. Also gerade in der Steiermark und Niederösterreich, also, ich glaube, das ist das Hochquellwasser. Ja, das kann sein. Da passt was nicht. Das sind die versetzt alten mit Hopfen oder so, habe ich gehört. Hopfen und die alten Bleirädel. Ja. Das ist das Beste. Aber hast du dann für 2023 schon konkrete Termine, für die du dich noch nicht angemeldet hast? Oder, was in Newsletter nicht gelesen hast? Nein, ich habe mittlerweile ist es schon, dazu ist es schon jeden, ich habe das Race Around Niederösterreich vor. Also mein Heimrennen, schau mal, wenn sie die Staatsmeisterschaft kriegen und ich höre es, nachher lese ich den Newsletter dann wieder aufmerksam. Und anmelden. Und anmelden. Nicht nur lesen. Aber da, wenn es soweit ist, komme ich auf dich zurück, Peter. Ich sage dir, was ich gerne machen würde. Du musst es eh nicht mehr lesen. Perfekt. Peter schreibt dir dann eine E-Mail zu gegebenem Zeitpunkt und erinnert dich. Ich stimme dann mit deinem Betreuer ab. Du musst nur Radl fahren. das reicht dann schon. Dann mache ich meinen Weltrekordversuch, den ich eigentlich letztes Jahr oder heuer vorgehabt hätte, aber wegen einem Bandscheibenvorfall wird es auf heuer verschoben. Dazu sage ich jetzt aber noch nicht so viel, da sind wir noch am Tüfteln, weil vielleicht kommt wer auf die Idee und macht es zwei Tage vor mir. Das war ja auch blöd. Ja. Genau, und dann habe ich vor das Race Around Poland. Das ist im Juli. Das ist einmal rund um Polen. Eine Frage, die mir schon irgendwie so vor einer Stunde gekommen ist, aber ich vergessen habe. Warum eigentlich beim Weitradlfahren ist alles irgendwie around irgendwas? Also warum, das zieht sich ja durch, es gibt irgendwie, ich meine, außer jetzt das Race Across America, das ist vielleicht nicht so, aber es ist Race Around Niederösterreich, Österreich, Polen, Slowenien. Warum fahren Radlfahrer gern an den Grenzen um ein Land herum? Ja, weil es da quer zu kurz war. Da ist man gleich fertig.
Das ist die beste Erklärung, die ich mache. Ja, ist okay. Wobei jetzt ganz depperte Frage, weil es so gut dazu passt, aber Race Around Polen, ist das nicht momentan ein bisschen deppert? Also jetzt von der Streckenplanung, weil man gerade Osten Polen momentan, ich bin mir nicht sicher, ob das die coolste Strecke ist. Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt, wie die erste Bomben da noch in Polen eingeschlagen ist. Oder die erste Rakete. Ja. Ja, es wird spannend, ob sich da der Veranstalter nicht was einfallen lässt und ein bisschen eine Umfahrung macht, weil wir fahren da wirklich bei der Ukraine an der Grenze entlang. Eben, und wenn du jetzt 50 Kilometer weiter links warst, ist vielleicht jetzt nicht das Ungünstigste. Es wird definitiv für ein paar Stunden ein ungutes Gefühl sein, ja, wenn du die Strecken so lässt. Mitte Juli. Ja. Also noch ein bisschen hin. Also. Ja, aber Radl versus Raketen ändert sich ja bis Mitte Juli nicht. Also Radl gewinnt nicht. Ja, eher. Ja, das auf jeden Fall. Also. Ja, schon, aber die Situation könnte sich, hat noch etwas Zeit, sich vielleicht etwas zu beruhigen und dann entschärft sich das auch und die Veranstalter haben noch ein bisschen Zeit, da vielleicht einmal erst auf abzuwarten und nicht gleich in einer Ruckaktion die Strecken gleich wieder ändern müssen. Ja, genau, aber ich glaube nicht, dass sie der was riskieren wird, der Veranstalter, weil nächstes Jahr gibt es erstmalig eine Ultracycling-Weltmeisterschaft und die hat Polen bekommen. Ah. Okay. Also die 24-Stunden-Weltmeisterschaft ist nach wie vor in Borrego bei der Stopptafel, aber es gibt eine Ultracycling-Weltmeisterschaft und die ist in Polen. Ah, und wo ist die? Nein, das Race Around Polen. Aber was witzig ist, ja, es gibt Race Across France gibt's, aber ja. Außen herum? Na, das war wieder sehr lang. Ja, weil Race Across France sind schon... Fahren halt, gell? Es stimmt, aber da muss ich dir recht geben. Nur across, dann kannst du, around kannst du die schönsten, schwierigen Passagen nicht fahren, weil du fängst ja, bis vor kurzem hast du angefangen unten in Nizza und bist die französischen Alpen einmal raufgefahren und dann bist du in Mont Ventoux noch gefahren und dann warst du richtig miert und hast erst ein Drittel gehabt und hast noch alles in den Rest fahren können. Heuer haben sie es umgedreht und haben es nochmal verschärft und wenn es richtig, richtig mir warst, hast du das letzte Drittel vorher gehabt mit den ganzen Alpenpässe und wenn du jetzt around hast, ist nur lang, also nur lang unter Anführungsstrichen, aber du fährst die ganz harten Alpenpässe, irgendwie lässt man die dann aus und ich glaube, das war nicht so spannend. Es ist sicher marketingtechnisch, macht auch so mehr Sinn. Ja, und du hast ja schon so 2600 Kilometer und ja, ich habe nur gedacht, dass du sagst, wenn es die Tour de France gibt, dann gibt es die Tour Around France. Ah. Ja, früher hat es gegeben ein cooles Rennen, ich habe leider den Namen vergessen, da sind es alle Tour de France-Etappen nachgefahren, also als Ultracycling-Rennen. Preis Franz ist das gefahren, die Tour Ultima? Ja, genau. Tour Ultima, glaube ich, das war die. Ist der auch schon mal gefahren? Das kann war sein, die das Tour de France nonstop quasi. Ich glaube, dass die der Fasching auch schon mal gefahren sind. Ja, aber man muss das präzisieren, es war nicht die Tour de France nonstop, sondern die Profis fahren ja von Etappe zu Etappe mit dem Auto und bei der Tour fährst du alles mit dem Radl. Naja, wenn du schon unterwegs bist, ist das auch schon wurscht. Oder Le Tour Direct habe ich da auch. Okay, vielleicht sind es sogar zwei verschiedene. Na da, Le Tour Ultime. 4000 Kilometer mit 47.000 Höhenmeter. Die Tour de France an einem Stück sein. Ohne Pause, ohne Unterteilung in Etappen. Ja, genau. Ja, und das haben sie aber nicht so oft stattfinden lassen, glaube ich. Weil da ja, das war wirklich nicht lang. Ja. Genau. Ja. Es gibt eben, ja, der Preisfranz ist mitgefahren, ich glaube 2006. Deswegen habe ich es mitgekriegt. Also. Ja, es gibt immer another kind of madness. Wenn du denkst, dass 100 Kilometer Laufen schon verrückt ist, dann macht die La Tour da irgendwas. Ja. Aber das heißt, du hast wirklich vor für die nächsten Monate und Jahre, du hast nur ein, zwei Sachen auf deiner Liste. Ja, na, Liste kann man nicht sagen. Ich mache immer das, was mir irgendwie gerade in den Kopf steigt.
Ja. Solange noch ein Schuh aufs Oberrohr passen. Ja. Solange ist der letzte Kilometer noch nicht gefahren, ja, sozusagen. Ja, na, solange es Spaß macht, werde ich noch weitermachen und mir noch keinen Hund nehmen. Wenn du mich mal in Wolkersdorf mit dem Hund siehst, Florian, dann weißt du, dass du einen Radl kaufen kannst. Ja. Dann ist vorbei. Jetzt hat er sich doch entgenommen. Ja. Hoffen wir, dass dir der Hund noch lange erschreckt bleibt. Jawohl. Ja, aber was ist, wenn ich mir einen Hund nehme, dann werde ich wohl zum Laufen anfangen. Also eigentlich. Oh, ja. Dann wiederum kann ich da in die Wälder um Wolkersdorf herum zeigen, wo man da schön laufen gehen kann. Also das dann kommt dann bin ich dein Mann. Mit Weißradfahren, da bin ich nicht so gewandert. Ihr geht einfach zusammen einmal Radfahren und einmal laufen. Und dann stirbt beide jeweils zwei Wochen. Weiß ich, wer mir eingeht. Super. Ich glaube, was so wie ich derzeit trainiert, bin ich. Ja. Ich habe nicht viel Vertrauen in meine Hüften beim Laufen. Ich weiß ehrlich gesagt. Naja. Wenn du es einmal machen sollst, ich komme mit der Kamera. Für die Nachwelt. Du musst sowieso uns die Schuhe bringen. Ah ja, stimmt. Ja. Die Schuhe bringen. Ja, na gut. Flo. Ich habe nichts mehr auf meinem virtuellen Fragezettel. Me also not. Es war sehr schön. Wir haben, glaube ich, mittlerweile die längste Folge, fast, aber wir sind knapp dran, ja. Echt? Ja, Da habe ich auch noch eine Geschichte dazu. Bitte. Machst du längst. Ich rede ja ziemlich gern, bin ich jetzt irgendwann draufgekommen. Und das habe ich entdeckt beim Racer und Niederösterreich heuer. Da wollte ich ja mitfahren, aber mein Bandscheiberl hat sich anders entschieden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann jetzt nicht daheim herumsitzen, sondern ich fahre zumindest hin und gebe mir das Spektakel. Und dann hat mir der Georg, der Veranstalter, es sind ja zwei, der Franeschitz Georg und der Troll Christian, gefragt, ob ich nicht in der Früh in Livestream kommen will und quasi so ein bisschen sagen, wie die Nacht verlaufen ist, wie ich das einschätze. Genau, und das habe ich gemacht. Ja, und dann bin ich da drin gesessen und das hat mir voll getaugt und dann war aber ausgemacht, gehe ich um mich frühstücken, weil meine Freundin war eben mit. Und dann habe ich am Nene abbrechen müssen und habe so gesagt, aber darf ich noch mal kommen? Und dann habe ich gesagt, ja sicher, komm noch mal. Und im Endeffekt bin ich 7 Stunden im Livestream drin gesessen und habe lauter Plätze hinterher geredet und da hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und jetzt habe ich es quasi amtlich, dass mir Reden sehr viel Spaß macht und vor allem auch nicht nur mir, sondern den Leuten hat es auch irrsinnig getaugt, weil ich war halt also absolut nicht vorbereitet, aber ich habe halt viele Radlfahrer kennt, die noch mitfahren und habe halt ein paar Geschichten von einer gewusst und das war halt recht spannend. Ja. Ja, und jetzt da weiß ich, dass ich gern reden tue und jetzt habe ich quasi zufällig bin ich mal in das Vortrag geben reingerutscht, weil ich mich gefragt habe, dann habe ich so eine Charity-Geschichte gemacht mit 3 Vorträgen und jetzt habe ich meinen Neigen fertig, der super zu mir passt, der heißt Erfolgsfaktor Scheitern. Und jetzt ist die Frage, wer mich bucht natürlich, ja, aber schauen wir mal, ob mich wer bucht, dann gibt es ihn vielleicht mal zum Herrn. Hast du dafür eine Website-Link oder sonst irgendwas, Kontaktmöglichkeiten? Weil machen wir direkt bei uns, also wenn da wer herkommt, dass wir sagen, hey, schreiben Sie hier, klicken Sie dort. Wir klatschen es auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, genau. Also es ist so, ich habe das auf meiner Homepage noch nicht öffentlich gemacht. Aber über meine Homepage www.kkcycling.at findet man natürlich Kontaktdaten zu mir, da kann man sich gern melden. Ja, habe ich mir soeben aufgeschrieben, dass ich das in die Shownotes tun werde. Das ist sehr gut, weil der Flo vergisst sowas sehr gern. Außer der drinnt mich. aber das ist sicher, also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Sie so an vorderer Hand, den habe ich jetzt noch nicht gehört, aber jetzt auch vom Stab zum Beispiel, selbst wenn man jetzt da nicht in dem Spurt drinnen ist und man, weiß ich nicht, vom Radlfahren und Aeroposition und das jetzt mir aufs Radl oder sonst irgendwas, keine Ahnung hat, weil es für das eigene Leben völlig wurscht ist, aber was du immer mitnehmen kannst, ist, okay, egal was für
übermenschliche, unmenschliche Leistung, wer auch immer, gerade bringt, der ist irgendwann so richtig im Eck und kennt sich überhaupt nicht aus. Der hat irgendwann, der ihm einfach sagt, hoch zu, du huckst jetzt auf das Radl, fährst ein Stückchen weiter, dann geht es dir gleich besser. Und derjenige hat in dem Moment, weißt du einfach, okay, mein Team, das will man eigentlich immer nur gut, auf das vertraue ich jetzt zu 100% und am Schluss komme ich drauf, das hat schon gestimmt, was die gesagt haben. Also ich brauche eine harte mentale Leistung, aber ich brauche genauso viel Vertrauen in mein Team, weil allein, da bläst es keiner. Wurscht, wie gut das bist. Und wir waren ja auch gemeinsam bei Straps und da waren da meine Eltern mit und die haben jetzt mit Radlfahren per se auch nichts zu tun, aber die hat da schon fasziniert, wie man quasi sowas schafft. Und eins habe ich noch, meine erste Berührung mit Ausdauersport war ein Vortrag von Wolfgang Fasching über seine Seven Summits, weil der hat ja nach, bevor er zum Radlfahren angefangen hat, hat er ja irgendwann eine Bergsteiger-Episode eingelegt. Und das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, irgendwie, es gibt schon verrückte Menschen und irgendwie ist das geil, so verrückt zu sein. Also das kann einem dann vielleicht selber in eine, ich will nicht sagen Extremsport, ich mag den Begriff nicht, aber in eine sportlichere Zukunft bringen. Ja, es lehrt dann irgendwie, dass das Unmögliche gar nicht so weit weg ist, weil bei den Vorträgen, bei mir war es ja auch so, bevor ich das erste Ultracycling-Rennen gefahren bin, habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich mal zum Straps-Vortrag und horche mir das an, bevor ich mich einmal aufs Radl setze. Und mir hat's immer gedacht, da lerne ich jetzt sicher was. Und vor allem hat es mir so geholfen, dass ich gemerkt habe, der hat auch einfach mal angefangen und hat einmal geschaut, na, wie ist es. Und man braucht gar nicht so, ich meine, Respekt, gut, auf jeden Fall. Man muss das gut durchplanen, man sollte sich das alles überlegen, aber man braucht keine Angst davor haben. Ja. Und man sollte es einfach mal machen und seine Erfahrungen quasi machen damit. Und wie man bei mir sieht, mehr als in Hosen kann es ja eh nicht gehen. Und es geht immer wieder in Hosen und irgendwie ist trotzdem cool oder geht es weiter und man entdeckt neue Sachen, weil zum Beispiel retrospektiv hätte ich keinen Bandscheibenvorfall gehabt, hätte ich nicht gewusst, dass ich eh gern rede und dort keine Vorträge machen. Ja. Also eigentlich habe ich gewonnen, obwohl ich wieder gescheitert bin, aber so scheitere ich mich irgendwie von Erfolg zu Erfolg, habe ich das Gefühl. Ja. Und vor allem, ich finde gerade, und das fasziniert mich, das, was mich vor allem am Weitradlfahren fasziniert, ist diese Crew-Dynamik und die Gaude, die man eigentlich dabei haben kann. Das kriegst du halt auch nur mit, wenn du dich ein bisschen bei solchen Vorträgen damit beschäftigst. Beim Stabs kommt das immer ganz gut raus und auch bei dir jetzt, bei den Geschichten, dass es nicht nur um dich geht, weil es ist auch quasi trotzdem ein Teamerfolg, weil du könntest ohne dein Team nicht Radl fahren und der Spaßfaktor bleibt einfach nicht auf der Strecke und das ist das, was beim Laufen vielleicht manchmal, Laufen ist dann manchmal viel einsamer, weil wenn du jetzt irgendwann 100 Meilen hast, natürlich hin und wieder laufst du auch gemeinsam, aber es ist meistens eher, du bist in dich gekehrt und hast jetzt irgendwie weniger mit anderen Leuten zu tun. Ja. Und dann. Ja. Wobei, ich glaube, Beckett war das, der das gesagt hat, das trifft, glaube ich, bei alle Ausdauersportarten, dass du sagst, immer versucht, immer gescheitert, wieder versucht, wieder gescheitert, besser gescheitert. Einfach, du wirst wieder scheitern, du wirst wieder und wieder und wieder scheitern. Wichtig ist nur, dass du besser scheiterst oder anders scheiterst, dass du wieder was gelernt hast. Also ich habe irgendwie so eine Wurstigkeitsmentalität entwickelt. Also ja, es ist halt so, aber es ist mir wurscht. Dazu habe ich auch noch eine coole Geschichte. die ist super spannend. Ich habe kurz vor einer 24-Stunden-WM habe ich einen richtig heftigen Trainingsblock gehabt, weil ich habe Resturlaub abbauen müssen, sonst war einmal verfallen und habe 3 Wochen Urlaub am Stück nehmen müssen und ich habe mir gedacht, perfekt, das mache ich vor der WM. Und habe halt richtig hart trainiert. Und immer wenn es bei mir total gut läuft, wird auf einmal passiert irgendein Scheiß. Und es ist so auch wieder passiert, ich bin krank geworden. Und da habe ich mir gedacht, na gut, bin ich halt krank, habe 6 Tage nichts gemacht. War Gott sei Dank eh nicht Covid und eine stinknormale Erkältung. Na, dann bin ich wieder aufs Radl gestiegen und dann hat es 3-4 Tage gedauert, bis es wieder gut geworden ist. Und dann trainiere ich. Und ich muss dazu sagen, am Vortag hat mir ein Wespen in den Rücken gestochen und ja, egal, passiert ja immer wieder mal, dass mir sticht. Und dann fahre ich mit dem Radl und habe ein Hit-Intervall und fahre voll im blauen Bereich. Auf einmal sehe ich irgendwas da daherfliegen und sticht mir eine Biene genau in die Lippen. Und ich habe mir gedacht,
Naja, sticht's mir halt in die Lippen und bin halt ein bisschen weitergefahren. Die eine Minute hätte ich noch gehabt, denke mir, bleibe halt stehen, zusammen einen Stachel aus der Lippen. Und dann bin ich stehen geblieben und mir ist was passiert, was ich bis jetzt noch nie gehabt habe. Mir hat's voll zum Jucken angefangen im Intimbereich und retrospektiv habe ich dann erfahren, das habe ich auch nicht gewusst, dass das erste Anzeichen für einen anaphylaktischen Schock ist. Und ich stehe mitten in einer Ortschaft und habe mir gedacht, ich kann mir jetzt nicht da in die Hosen fahren mit zum Kratzen anfangen. Ich fahre mir aus. Anaphylaktischer Schock. Ja, genau. Das ist der Wortwitz auch, dass genau da unten dann auch zum Jucken anfängt als erstes Symptom, aber es kann ein Symptom sein. Aber so merkt man es wenigstens. Ja, Eselsbrücke. Nein, jedenfalls bin ich dann aus der Ortschaft rausgerollt, weil ich mir gedacht habe, dann kann ich ungestört mit kratzen. Und dann habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, irgendwie druckt es mir so in die Augen, ich weiß nicht, irgendwie wie rimiert. Ich mache mir ein Selfie und mache ein Selfie und habe echt schon richtig, richtig arg ausgeschaut. Aber nicht dann mit der Hand in der Hosen. Nein, nicht. Oder von der Hose. Das Jucken hat ja irgendwann, Gott sei Dank, relativ schnell wieder aufgehört. Und ich habe echt arg ausgeschaut. Da haben wir gedacht, na, eigentlich ist das jetzt richtig schnell gegangen, weil da waren jetzt circa 1 Minute Unterschied. Du bist so aufdunsen nachher, oder? Ja, genau, richtig. Man geht voll auf. Hm. Und dann haben wir gedacht, na, jetzt fahre ich nicht weiter Radl, jetzt bleibe ich einmal kurz stehen und warte ab. Und auf einmal wird man so schwindelig. Mhm. Und dann haben wir gedacht, oha, jetzt google ich einmal, ob ich die Rettung rufen sollte, weil so sicher war ich mir auch nicht. Und dann habe ich googelt und sie und ist so gestanden, ja, wenn Sie eines dieser 7 Anzeichen haben, rufen Sie die Rettung. 3 habe ich schon gehabt und das 4. hat sich gerade angebahnt, weil ich habe mich hinsetzen müssen, weil man nicht mehr ganz gut war. Dann habe ich halt gleich die Rettung selber angerufen. Und die haben mich dann ins Spital geführt und haben danke, RK Österreich, mein Radl natürlich auch einpackt, ohne war die eh nicht mehr gefahren. Und haben mich dann auf die Notaufnahme gebracht und da haben meine Kollegen gerade Dienst gehabt und dann, war eh gut, dass du gekommen bist und halt Cortison geben und Dibondrin. Und dann muss man 6 Stunden ablegen und dadurch, dass ich dann wieder angeschwollen bin, hat man dann eine Nacht im Spital schon gewonnen, weil dann hilft nicht mehr Adrenalin. Und dann habe ich eine Nacht im Spital gewohnt, mein Radl war neben mir im Zimmer, war eh alles ganz nett und den nächsten Tag bin ich entlassen worden. Und dann habe ich wem angerufen, dass er mich holt und der hat mich dann geholt aus dem Spital. Am nächsten Tag in der Früh kriege ich von demjenigen, der mich geholt hat, ein Foto von einem positiven Covid-Test. Ich dachte, Alter, das gibt's ja gar nicht. Gell? Dann habe ich eigentlich nur mehr lachen können, weil was soll ich da machen? Nein, ich habe mich Gott sei Dank nicht angesteckt und statt einer Mini-Pumpen habe ich jetzt den EpiPen am Radl picken und falls ich einen Batschen habe, stehre ich, aber dafür stehre ich nicht, wenn mir eine Biene sticht. Die Geschichte fasst irgendwie die letzten über 2 Stunden sehr gut zusammen. Hast du eine Dichtmücht? Nein, aber EpiPen. Ja, genau. Ich habe das meinen Trainer geschrieben und der Max hat dann gesagt, nein, jetzt musst du echt einmal eine Liste anfangen, was dann auch nicht passiert ist. Zum Beispiel Erdbeben, Tsunami oder so. Das wäre gut, weil dann weißt du, was du die nächsten 3 bis 5 Jahre passiert. Ja, es ist wirklich spannend. Also ich habe so ein wirklich arges Sammelsurium schon und ich kann da ja, wenn du sagst, was das ist da schon passiert, kann ich da ja, also man fällt ja spontan gar nichts ein, es ergibt sich wie da jetzt im Gespräch, schau, das habe ich auch schon gehabt. In dieser Gasse war ich auch schon. Ja, aber das ist wirklich spannend, was du, also was man alles an Problemlösungsstrategien entwickeln muss, wenn man immer weitermachen will. Weil halt immer irgendein neuer Scheiß passiert. Ja, total. Ein kleines habe ich noch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das war, wir sind ja dann zur WM umgeflogen und ich bin ja so ein Typ, ich tue mir recht schwarm in Schlafen dann, wenn ich woanders bin und dann ist noch die Zeitverschiebung dazugekommen. Und wir waren erst 6 Tage früh in Amerika, weil man gedacht hat, dann kann ich mich wieder akklimatisieren und habe einen normalen Schlafrhythmus. Habe ich aber nicht gehabt bis vor dem Rennen. Das heißt, ich war eigentlich immer um 2 in der Früh putzmunter und dann am Vormittag wieder total müde. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, naja, ist blöd, aber der Vorteil ist, bei einem 24-Stunden-Rennen ist vollkommen egal, zu welchem Zeitpunkt du müde wirst. Irgendwann wird eh jeder müde und ich bin es halt am Vormittag. Und das hat mir aber dann geholfen, dass ich,
am Tag vor dem Rennen die Nacht erstmalig geschlafen habe können und wie ein Baby aber. Weil man das einfach dann in Druck weggenommen hat, weil man dachte, eigentlich ist es vollkommen wurscht. Ja, also ich würde nur mitgeben, das nächste Mal probierst du Superkompensation, dann funktioniert das mit dem Schlafengehen sicher. Oh ja. Aber das kannst du für die nächste WM aufheben. Oh ja. Hier hast du es zuerst gehört. Dann gingen sie ja die 1000 Kilometer aus, damit nichts sein kann. Richtig. Gut. Dann sage ich danke. Ich glaube, du bist uns sogar eingefroren. Ja. Auch wenn du uns jetzt nicht hörst, wir danken dir dafür, oder hoffentlich hörst du uns, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen das Weitradlfahren näher zu bringen. Es hat uns sehr gefreut, wir haben sehr viel gelernt und ja, danke. Danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt an den Philipp oder ihn für einen Vortrag haben wollt, wir verlinken das alles. Ja. Shownotes schauen und schicken. Wir leiten das alles weiter. Du wolltest noch was sagen, Philipp? Ich sag, erstens war noch eine Frage, was empfiehlt ihr für die Superkompensation für Getränk? Ganz spannend. Es kommt echt drauf an, welcher Typ das du bist, weil es gibt Menschen, die sagen, ah nein, Bier mag ich nicht, bla, ich bin eher so der Weintyp. Ich bin ja eher so auf Bier, wenn manche Menschen sagen, okay, Genuss ist mir wurscht, dann nehmt's Wodka. Das tut die Wirkung und du musst nicht zu viel davon nehmen, also da muss man flexibel bleiben. Wichtig, das haben schon einige falsch gemacht, ganz wichtig. Nicht am Tag vor dem Wettkampf. Das ist falsch. Es muss der Tag davor sein. Also du musst ein Ruhetag dazwischen sein. Weil sonst, da bist du ja an dem Tag, an dem du den Wettkampf hast im Eck. Du musst ja dazwischen die Pause haben, wo dein Körper völlig runterfährt, damit du am Tag vom Wettkampf dann entspannt, ruhig und ausgeruht bist. Das ist ganz wichtig. Ja, danke. Viel Selbstexperiment ist das Credo. Ja, genau. Danke für die Aufklärung und vor allem danke für die unterhaltsamen, weiß nicht wie lange, ich glaube, wir sind ja über 2 Stunden lang. Schon. Jawohl. Ich hoffe, ich habe zumindest jetzt einen Rekord einmal und bin länger wieder Strapster unterwegs. Definitiv. Auf jeden Fall. Den lassen wir auf keinen Fall nehmen. Auf jeden Fall. Gegen einen Strapster gewonnen, das war nicht schwer. Wenn er sich das jetzt nicht nehmen lassen würde, dann muss er nochmal kommen, das hilft nichts. Ja. Ich habe das Gefühl, als ist das der Höhepunkt meiner Karriere gerade. Ja. Definitiv. Wir fühlen uns geehrt. Jawohl. In dem Sinne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.